Herzlich willkommen. Guck mal, da kommen wenigstens auch schon die neuen Follower rein. Herzlich willkommen. Ein bisschen später, als wir dachten. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, ich habe den ganzen Tag irgendwie dran gearbeitet. Das hat alles funktioniert. Und dann geht's los und es funktioniert halt nicht mehr so richtig. Aber gut, das ist nicht schlimm. Das kann passieren. Wir freuen uns, dass wir da sind. Und ich freue mich, bei Rot-Weiß, unserer kleinen gemütlichen Energierunde, zu begrüßen zu dürfen, Herr Stefan Scharfenberg-Hecht. Genau. Ja. Scharfe ist hier. Naja, ich wollte dich sowieso noch fragen, wie machen wir das denn jetzt? Machen wir das jetzt ganz förmlich mit Herr Scharfenberg-Hecht oder machen wir, sagen wir, so halb cool Stefan oder sagen wir einfach wie immer Scharfe? Ja, wie immer Scharfe. Es ist Freitagabend. Bisschen zu spät jetzt. Das Bier steht schon auf dem Tisch. Bier ist schon offen, ja. Es gab auch schon welche, die in den Chat geschrieben haben, glaube ich. Ich glaube, der Herr Payne hatte gesagt, ich mache mir schon mal eins auf in der Zeit. wenn du das gemacht hast, Payne, dann hast du die Zeit super überbrückt, würde ich sagen. Und dann können wir auch mit dem normalen Programm dann soweit, wie wir gedacht haben, zumindest weitermachen. Wir haben heute, also neben Scharfe, haben wir noch unser Energiequiz, wieder vorbereitet von den Kollegen vom Energiemuseum, René Stiller mit seinen Leuten, die haben das wieder super gemacht. Und da können wir mal. Weißt du noch gar nicht, ob die das super gemacht haben? Doch, ich habe es ja schon reingetippt, das Ganze. Und letzte Woche war ja so Expert-Level. Hast du mitgemacht eigentlich? Nee. Mit Absicht nicht mitgemacht? Es war Internet aus am Freitag. Ja, klar. Ja, es war Karfreitag, darf man nicht tanzen, hatte ich dir vorher gesagt. Ah ja, okay. War ich indisponiert. Ja, nein, muss man Privilegien setzen. Prioritäten setzen, ist völlig klar. So, bei uns kommen langsam die Follower rein und so weiter, das ist cool. Da freuen wir uns. Wir sind ja immer noch am Aufbau von dem Kanal von FC Energie TV. Wir machen da natürlich weiter auf Twitch. Und alle, die vielleicht auf YouTube waren, also auf YouTube ist wieder so ein kleines Banner. Da läuft ein Stream, aber da steht eben drin, dass wir auf Twitch streamen das Ganze, und das hat ja die Gründe, hatte ich ja schon mal erklärt, dass man so ein bisschen interagieren kann. Man kann mittlerweile. Aber Tommy Hase hält die Fresse, das ist ja auch irgendwie dann vielleicht für die Interaktion nicht so günstig. Tommy, kannst du ruhig was schreiben? Nee, Tommy, du kannst das machen. Wir ja. Wollen das. Wir haben ja immer gut interagiert mit dir. Und wir haben sogar jetzt hier unten, ne, andere Seite unten. Nee, da. Er macht das Quiz da, nicht mit. Da. Was ist denn da? Guck mal hier. Hier ist unser Trinkgeldglas. Da ist schon relativ viel drin, aber auch nur, weil ich es nicht resetten konnte. Es war ein bisschen schwierig. Ah, die Kaffeemaschine geht aus. Scharfe, willst du noch einen Kaffee? Nee. Okay. Hier, da. Ja, genau. Also da ist unser Trinkgeldglas. Ihr könnt da was reinhauen. Und ihr müsst mal gucken. Wir haben jetzt uns auch mit den Bits auseinandergesetzt. Ich habe neue Emotes angelegt. Also für die Leute, die sich mit Twitch auskennen. Ich habe neue Emotes angelegt. Ich glaube allerdings, die sind noch nicht bestätigt. Twitch braucht da 12, 24 Stunden, um die zu bestätigen. Und die ersten, die wir angelegt hatten, das war Abo-Stufe 1F, Abo-Stufe 2C, Abo-Stufe 3E. War richtig cool, sah toll aus, wollte aber Twitch nicht. Die haben gesagt, Buchstaben und Zahlen wollen wir nicht. Deswegen sind die wieder rausgeflogen und wir haben jetzt heute welche gemacht. Emotes mit Jan Koch, cool. Toni Stahl im Abo-Stufe 1. Dann Abo-Stufe 2 ist Maxi Zimmer und Abo-Stufe 3 ist unser Trainer Dirk Lottner. Cool. Und macht euch nichts raus, wenn die dann nur auf links kommen, die Emotis. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Also wie gesagt, Trinkgeldglas, das haben wir jetzt eingerichtet. Wir gucken ja immer noch, dass wir so nach und nach ein bisschen aufbauen. Aber haben dann heute eben, Scharfe ist da, das Quiz ist da und wir schalten den Kapitän Jan Koch rein. Wir haben vorhin schon mal probiert und ich hoffe, das ist nicht so wie jetzt gerade am Anfang, dass ich dann auf einmal das nicht mehr funktioniert. Aber das werden wir dann zwischendurch nochmal testen. Jan Koch ist zugeschalten. Halbe Stunde noch. Ich glaube, er war, also in Cottbus, also wie Cottbus sah das nicht aus, wo er da war. Nee, ist zu Hause, ist in der Nähe von Regensburg. Ach so, okay. Ja. Na, da wird er uns dann ja vielleicht ein bisschen was drüber erzählen. Wir starten mit der Geschichte und starten wieder mit Musik. Und ich wollte eigentlich was anderes machen, aber ich wollte einen Schluck Bier trinken. Das ist auch eine gute Idee. Wir haben ja gesagt, ab heute gibt es Bier, weil Scharfe da ist. Die Kollegen von Energie FM, liebe Grüße an der Stelle. Da reden wir da auch noch drüber, über die Trikots, die sie gerade versteigern auf eBay. Da, wie gesagt, reden wir gleich noch drüber. Wir trinken Bier, haben wir gesagt. Und wir starten mit einem Titel, den wir auch...
Ja, also leichtes Bier. Wir starten mit einem Titel, den wir viele Jahre tatsächlich in den Stadioncharts drin hatten. Kannst du dich an die Stadioncharts erinnern? Ich fand das immer cool. So als Orientierung fand ich das ziemlich cool. Ja, es war viel immer die gleichen, also so unter den Top Ten, aber da kann ich mich durchaus dran erinnern. Aber es kamen eben auch neue Titel mal mit rein, an die wir zum Beispiel gar nicht gedacht hätten. Und dieser hier ist einer davon, ist nicht ganz die Originalversion, ist aber trotzdem Nelly the Elephant. Bis gleich. A traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. Night by night, she danced with a circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. Nelly the Elephant war das gewesen. Schafe, komm, wir setzen uns hin. Das machen wir und seid nicht traurig, aber Fabian ist nicht Tänzer. Nee, also Musik ja, aber dann doch eher immer noch in eine andere Richtung. So, da haben wir schon die Schafe-Cam. Ja, ich habe dir übrigens, man hört es nicht so richtig, aber man sieht es. Aber ne? Man sieht ihn hier. Achso, du könntest es in die Kamera drehen. Ich habe dir das hingestellt, Schafe, weil ich mir dachte, du bist ja nun doch, neben den Jungs von Energie FM, bist du ja doch noch eher einer der offizielleren, weiß ich gar nicht, kann man das so sagen, einer der offizielleren von Energie, also der erste mit so, der ein bisschen offizieller ist. Ja, wenn du es so ausdrücken möchtest, dann sage das doch. Und ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Was hat denn der Pain? Fühlt ihr euch eigentlich noch so richtig wohl mit Hose an? Ich möchte gar nicht wissen, wie du er jetzt vor dem Computer sitzt. Du kannst dich an gewisse Dinge erinnern. Okay. Ich möchte aber nicht. ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen mit Fragen, die ich dir stelle, wo du vielleicht rumdrucksen musst und sagst, oder dir selber sagst, kann ich jetzt gar nicht so beantworten oder will ich nicht beantworten oder dürfte ich jobmäßig nicht beantworten? Dann haust du einfach auf diesen Buzzer und ich stelle die nächste Frage. Super. Ja. Ich hoffe, ihr seid damit, einverstanden. Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach in den Chat knallen. Ich wollte mal gucken, wie viel haben wir denn? 71 Zuschauer. Das ist doch gut auf dem Freitagabend. Das ist so unser Schnitt. Ja. Und wenn so nach und nach immer welche dazukommen, dann ist das völlig okay. Nikotin schreibt ein bisschen leise. Wir können noch ein bisschen erhöhen, aber Nico, ja, wir hatten am Anfang so ein paar Problemchen gehabt. Der Ton ging dann nicht mehr so, wie er eigentlich sollte. Deswegen könnte das jetzt ein bisschen leiser sein. Aber ich habe jetzt nochmal erhöht. Wir sind jetzt an der Grenze zu rot. Das sollte eigentlich ganz gut sein. Wir sprechen nachher noch.
Ja, Samu wäre auch so gut, aber... Aber ihr wird es doch nicht unangenehm, warum sollte das aber die haben, jetzt wird es unangenehm bei Duninchan. die haben auch ein anderes Budget als wir. Aber ihr könnt ja, wenn ihr möchtet, unser Budget erhöhen. Dann machen wir noch mehr und dann können wir technisch auch noch mehr machen. Nein, also es gibt natürlich die Möglichkeit, ihr kennt das mit den Abos. Gerade so die Amazon Prime-Kunden, habe ich dir ja gerade erklärt. Twitch ist ja... Das haben die aber nicht gehört, die Jungs, als du mir das erklärt hast. Ja, ja, deswegen will ich das nochmal nachreichen. Also alle, die Amazon Prime-Kunden sind und jetzt vielleicht das erste Mal auf Twitch sind. Ihr könnt, wenn ihr Prime-Kunde seid, könnt ihr einmal im Monat einen sogenannten Prime-Sub bei Twitch vergeben. Natürlich gerne an EnergieTV. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen noch was davon und dann können wir wieder noch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Technik investieren. Und so haben wir alle was von und können natürlich auch noch Schafe, so das eine, wir haben ja noch ein paar bekloppte Ideen, selbst von Spielern, von Tobias Eisenhut kamen ja noch lustige Ideen, was man so machen kann, um einfach diese ekelhaft fußballfreie Zeit zu überbrücken. Das war schon ganz cool, dass er so mit, also es ging ja so um, gibt ja verschiedene Gruppen in der Mannschaft, die dann halt auch mal online miteinander zocken und so. Fand ich gut von ihm. Ja, willst du das schon mal so ein bisschen anteasen, was es da für Möglichkeiten gibt? Naja, wir sind noch nicht ganz so durch. Also es gibt, Mario Kart ist ja auf Twitch oder online jetzt über die Nintendo Switch. Ich werde wahnsinnig. So relativ große Geschichte. Und Gruß an den Museumsleiter zurück. Gruß an die beiden Sufis hat er geschrieben. Was hat er denn? Ja gut, hat einen super Quiz gemacht. Ich kann jetzt nicht in die Pfanne hauen, der Museumsleiter. Ja, sollte machen. Nein, und wie gesagt, das andere ist, vielleicht kennt der eine oder andere hier die Tomatz-Challenge zum Beispiel als, genau. Oder als, ist ja irgendwie auch sinnlos jetzt, quasi wenn Mats Hummels und Thomas Müller da eigentlich immer ziemlich geile Geschichten machen, da so ein Contest, da ob das Speerwerfen im Olympiastadion und so weiter und so fort. Und sowas in der Art hat irgendwie Tobi Eisenhut ins Spiel gebracht, dass vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Spieler da irgendwas so in die Richtung, und da sind wir dann demnächst sicherlich mal im engen Austausch, ob man da was realisieren kann. Ich glaube, das wäre vielleicht ganz lustig, auch für das Format hier, auch für EnergieTV, genau. Direkt. Also und vor allen Dingen für euch, das ist ja das Entscheidende, ja. In der ganzen Geschichte. Ne? Ja. Also für Twitch zum einen, was den Live-Bereich angeht, oder YouTube dann natürlich, wenn wir die fertigen Videos dann natürlich bei YouTube direkt hochladen. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir so ein bisschen diesen Spagat zwischen beiden Plattformen, die wir gerne nutzen wollen, dass wir den einfach ganz gut hinkriegen. Biene Maya hat 75, wie macht man das mit den Sub? Also du musst, findest du auch bei Google, ganz einfache Geschichte, du musst im Prinzip dein Amazon Prime-Konto mit deinem Twitch-Konto, also brauchst natürlich unbedingt ein Twitch-Konto dafür, das kann man verknüpfen und dann kann man sagen, hier, einen Prime-Sub und das gebe ich jetzt EnergieTV und dann haben wir einen Euro davon und dann haben wir natürlich am Ende alle was davon und hier kommen auch die nächsten Follower rein, auch ganz cool. Ja. BSG, Cottbus 1312. Was auch immer, dieses 1312, ich habe keine Ahnung. Wollen wir das nicht weiter ausdiskutieren? Aber, Schafe, und das ist ja meine grundsätzliche erste Frage: Wie bist du zu Energie Cottbus gekommen? Und wolltest du jetzt passen? Alles gut. Und das ist ja an sich bei dir auch wieder interessant, weil die anderen sind ja mehr oder weniger auch als Fan, aber ich glaube, du warst ja, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, mehr so Richtung Fan-Gruppierung. Ja, also richtig Fan-Club sozusagen. Und bis dann irgendwann in den Verein so richtig und warst dann auf einmal da. Also ich kann nicht mal, ich weiß, das so war, aber ich kann dir nicht mal sagen, warum oder wie oder wann das war, ganz ehrlich. Ich kann ja ganz vorne anfangen, also quasi mit 3 Jahren war ich das erste Mal im Stadion, das war DDR-Oberliga, also ich werde jetzt 39. Mit 3 Jahren? Ja, mit 3 Jahren. Das war 85 und mein Vater hat mich mitgenommen ins Stadion, meine Mutti hat gesagt, von wegen hier, nimm den Bus mit, der geht mir auf den Sack zu Hause und Papa ist mit seinem Kumpel gegangen. Machst du heute noch? Ja, wahrscheinlich. Gruß an Renate, die guckt wahrscheinlich auch zu, Mutti. Und dann bin ich schon zum Fußball gekommen, Papa hat mich immer mitgenommen, dann ist man da so reingewachsen. Anfang der 90er, die Zeit dann ab 95, 96, da ging das dann so los. Interessant wurde. Genau, so da wurde es dann interessant, da ist man dann, und dann ist man da auch schon das ein oder andere Auswärtsspiel mal gefahren, dann sogar nach Velten, ja, und alles. Und hat das dann so begleitet. Oh, letzte Nachricht. Du Schelm. Nein, und dann ging das dann los, dann
war ich in dem Fanclub Senfgurkenmafia, sicherlich bekannt. Ja, ja, hatte auch immer ein großes Banner hängen, wenn ich mich recht erinnere. Genau, und sind wir dann durch Deutschland gefahren, haben da schön Spaß gehabt beim Fußball, haben dann UR gegründet 2002 und wie gesagt, ich war dann in der Fanszene unterwegs, habe mehrere Saisons lang alle 34 Spiele erlebt, plus DFB-Pokal und allen möglichen Quatsch, sind damals mit VfB Stuttgart international gefahren und so weiter und so fort. Ja, irgendwann kam das dann, das war 2010 ungefähr, da habe ich Kontakt aufgenommen zu damals Lars Pumper im Fanshop, um da vielleicht ein bisschen Pep reinzubringen. Ich weiß, das Thema brennt ja den Fans immer auf den Nägeln, also was Merchandising angeht. Da haben wir uns in den letzten Jahren sicherlich viel verbessert. Aber hattest du da, du warst ja jetzt auch kein Grafiker oder so, also hattest du da ein Faible für? Genau, ja, also wir hatten ja auch dann noch bei in der Fanszene gewisse Dinge gemacht und schon zumindest erstmal Ideen und dann gibt es ja Leute, die das umsetzen und dann haben wir ein paar Sachen gemacht, ja, den, ich habe das dann so ein bisschen am Computer ein bisschen aufgezeichnet, dann auch im Photoshop, das kann man dann schon ein bisschen, sagen wir mal, grafisch umsetzen, gewisse Dinge, die dann noch weitergingen, ja, und so ging das dann los, dann hat man Norman Kote ein bisschen mehr kennengelernt, der damals Geschäftsführer war. Und dann kam das 2013, also ich war dann gerade so ein bisschen in der persönlichen Findungsphase, wohin soll die Richtung jetzt gehen und Norman hat gesagt, beruflich auf, oder? Genau, beruflich dann einfach so, um diesen, okay, diesen Einstieg richtig zu schaffen und dann hat Norman gesagt, pass auf, die DFL hat jetzt die Vorgabe gegeben, dass man einen festangestellten Fanbeauftragten beim FC, bei jedem Verein braucht, das war dann sozusagen eine Lizenzierungsunterlagen, also quasi, oder eine Lizenzierungsvorgabe. Und hat gesagt, Mensch, kannst du dir das vorstellen? Und dann aber noch nebenbei quasi eine Sache, die ich ja eigentlich machen wollte, also wirklich mit Medien, dass ich dann als Assistent von Lars Töfling sozusagen eine Art Doppelfunktion habe, aber damit so den Einstieg. Und damit ging das los. Ja, war eine super geile Geschichte, durch ganz Deutschland gefahren, war dann in vielen DFL-Tagungen dabei, habe dann Seminare gemacht, externe Kommunikation, interne Kommunikation und da so weiter. Da waren wir noch in welcher Liga? Zweiten Liga. Zweite Liga. Ja, also man könnte jetzt sagen, ich bin da gekommen und dann ging es irgendwie abwärts, aber gut, Lars Töfling ist in der ersten Liga gekommen und ist dann gegangen. Nein, Lars beiseite. Liebe Grüße nach Halle an der Stelle. Genau, Lars, sportfrei und Prost. Nein, und wie gesagt, auch von Lars hat man ganz, ganz viel gelernt. Ja. So, und dann veränderte sich ein bisschen was. Also ich war dann Fanbeauftragten-Sprecher der dritten Liga. Also war dann quasi so eine Art Vorsitzender in so einem Gremium. Das war mir auch neu. Das habe ich auch noch nie gehört. Beim DFB, ja, quasi. Und das war so, meine Vorgängerin war von Dynamo Dresden und die sind dann auch abgestiegen in dem Jahr. Und irgendwie war es so immer, der Sprecher war, der ist dann noch abgestiegen. Und so kam es dann 2016 tatsächlich. So, und wie gesagt, der Lars ist dann gegangen. Und weil er gesagt hat, vierte Liga macht er nicht mehr, wollte dann halt irgendwas machen. Wie gesagt, jetzt geht er dann am Ende auch nicht um Lars. Und dann hat damals die Vereinsführung und der Geschäftsführer dann gesagt zu mir, pass auf, kannst du dir das vorstellen, das zu übernehmen? Du hast das jetzt in den letzten Jahren gut gemacht. Ja, also wurde mir so gesagt, dass ich es gut gemacht habe. Ja, darüber lässt sich ja vielleicht auch streiten, keine Ahnung. Und dann habe ich das natürlich auch als Chance begriffen, habe gesagt, klar, habe ich Bock drauf, gerne. Ja, also ich meine, ich bin einfach auch durch und durch Fan, ja, und immer geblieben. Sicherlich kriegt man durch den Job ein gewisses anderes Sichtfeld und einen anderen Blickwinkel auf die ganze Geschichte. Wird man da ruhiger? Also wenn man dann in so einer Position... Ja, ich und ruhig nicht. Ja, doch, aber... Ja, ja gut, aber also jetzt für definitiv deine Verhältnisse ruhig. Ja, nein, definitiv. Also das ist wirklich so. Also am Ende muss man funktionieren, ja, also das ist das beste Beispiel, klar, das ist also Emotionen, ja, die kommen dann, die kann ich dann auch zu Hause gerne mal rauslassen oder woanders, aber wenn man zum Beispiel sieht hier der echt extrem bittere Abstieg dann in Braunschweig, ja, aber an dem Tag musste ich aber funktionieren, ja, ich musste die jegliche Journalisten anfragen, bearbeiten, ja, und eigentlich hatte ich auch gesagt, pass auf, jetzt wird es eigentlich nur noch heulen und den Frust ertränken und wie auch immer. Aber das funktioniert dann eben nicht. Ja, trotzdem gehört ein Spielbericht auf die Homepage, trotzdem ist eine Berichterstattung da, so bitter wie das Ganze ist oder war. Und ja, und dann ist man schon einfach ruhig. Das kommt dann einfach automatisch. Das ist dann wie, da ist das Adrenalin dann irgendwie weg, sondern man funktioniert einfach nur noch, denkt dann nicht mehr nach, sondern macht dann seine Arbeit. Und nächsten Tag war praktisch Katastrophe, ja, wo das dann auch einfach dann so dieses Bewusstsein dann kam, ne? Aber so muss es dann auch sein. Im Endeffekt hat man ja eine Aufgabe in dem Moment. Und wenn ich mich jetzt dann auch auf den Platz hinsetze und heule, dann ist ja auch keinem geholfen, ja. Also und will auch keiner sehen. Naja, obwohl man ja sagen muss, wenn ich jetzt so die Pressetribüne nehme, wo es ja auch manchmal ein bisschen lauter ist. Oh, ein neuer Cheer. Naja, das ist auch mal interessant, das probieren wir auch noch. Vielen Dank, King Neumi, dafür. Aber es ist ja trotzdem, ist man ja
immer noch Fan und es wird ja auch manchmal vor mir so ein bisschen lauter, sagen wir es mal so, ne? Absolut. Also ja, ihr müsst euch vorstellen, ich stehe ja Pressetribüne ganz rechte Seite, sitzen wir meistens ich ganz hinten, weil ich da die ganze Tongeschichte mache. Dann vor mir rechts ist Benny. Der ist immer der lauteste. Ja, das, kann man das schon mal so sagen. Und dann glaube ich, klar, jetzt in letzter Zeit ist es ein bisschen breiter auseinandergezogen. Dann kommst du ja auf der linken Seite. Und zwei, drei andere zwischendurch sind auch nochmal da drin. Man diskutiert ja auch während des Spiels, aber es gibt halt Szenen und das haben wir letzte Woche ja auch mit von Energie FM gehört, also mit Nico und Marian, wo Marian einfach, er hat halt einfach nicht aufgehört zu wettern. Das habe ich gehört, ja. Ich habe das oder gesehen dann in den Highlights, ja. Und diese Diskussion gibt es ja ähnlich auf der, nicht ganz so extrem wie von Marian, aber gibt es ja trotzdem, ne? Also weil man ja trotzdem immer noch Fan ist und dann ja gewisse Szenen halt auch auseinander nimmt, oder? Genau. Das ist sogar, sage ich mal, noch ein bisschen extremer dann beispielsweise auswärts, ja. Also weil da bin ich ja in der Regel auch auf der Bank immer dabei, nah dran, ja. Und da hat man ja nochmal einen ganz anderen Blick, weil da ist man nicht so weit weg. So, wir sitzen auf unserer Pressetribüne beim Heimspiel oben und dann tauscht man sich aus. Aber da ist wirklich, da ist man so nah dran. Da merkt man auch, wie die Auswechselspieler, wie die Trainer, wie Anne Rohrbach als Mannschaftsleiter oder Basti Ross, der Physiotherapeut. Jeder hat ja dann immer irgendwas zu sagen in gewissen Situationen. Also auch aufmunternde Worte, ja. Also da bin ich dann auch noch mal ein bisschen lauter. Manchmal auch die Jungs mit anpeitschen. Und dann lässt man natürlich auch ab und an mal einen Spruch, ja. Soll man eigentlich nicht machen, aber das gehört dann aber so ein Stück weit auch dazu. Ich kann mich an die eine oder andere Auseinandersetzung von Dr. Koch sogar erinnern. Doggy, ja. Genau. Also, der auch immer halt relativ auch, schnell. Fan durch und durch und auch immer sehr emotional, Doggy Koch, genau. Aber Hartmut Hamke ist dann nicht weniger, ja. Also, nein, hätte ich jetzt gedacht. Ja, denkst du, aber er hat auch seine zackigen Kommentare und auch viel Emotionen, weil er eben auch Fan durch und durch ist. Ja. Und aber er steht weniger schnell auf. Also er ist, ich glaube, Dr. Koch ist vielleicht durch seine Statur auch eher jemand, der halt bei so einem Gerangel auch mal ein Stückchen weiter nach vorne geht. Ja, und Hartmut Hamke ist ja eben auch Orthopäde. Vielleicht denkt er auch eher an den Rücken, dass er nicht so schnell aufsteht. Weiß ich nicht. Er weiß, wie lange das dauert, bis es wieder verheilt vielleicht. Jogo CB hat gefragt wegen dem Feldschlösschen. Ja, na, wir stellen das schon so hin. Also Feldschlösschen ist ja Hauptsponsor, doch Premium-Sponsor, kann man das so sagen? Premium-Sponsor, Feldschlösschen, ja, ist Premium-Sponsor. Genau. Aber das Blaulicht nervt, ja. Das hat hier BSG Energie 1312. Aber was hat er denn? Nee, das kannst du so nicht ausschalten. Ja, dann schaltest du es aus. Aber stimmt, guck mal, wenn du so guckst jetzt, das scheint wahrscheinlich da so durch. So, jetzt ist es aus. Also ich hatte ja beim ersten Stream oder nach dem ersten Stream, hatte ich ja die ganzen anderen Wackellampen hier noch an, die dann so schön noch Strobo gemacht hatten und so. Da haben auch viele gesagt, finden sie nicht so schön. Ich persönlich fand es ja geil. Aber gut, jeder so, wie er so seine Leidenschaft hat und so ähnlich ist es dann halt auch unten auf der Bank. Was kriegt man auf der Bank mit, was das Stadion nicht hört? Also in letzter Zeit ja ein bisschen mehr, weil es einfach mal leider leise ist, aber so grundsätzlich bei einem Spiel, wenn du mal so nur aus dem Nähkästchen plauderst. Ja, aus dem Nähkästchen. Also wie gesagt, ich bin schon auch sowohl vor dem Spiel als auch in der Halbzeit dann ab und an mit dabei in der Kabine. Auswärts dann sowieso auch zu Hause bin ich dann in der Halbzeit oft mal dann noch im Trainerzimmer, um dann gewisse taktische Dinge dann, die ich dann ja schon auch, also bin ja jetzt nicht der, der die meiste Ahnung vom Fußball hat, sondern ist ganz gut, wenn ich dann schon die Infos habe, wie was angelegt ist, um dann vielleicht im Nachgang auch einen Spielbericht halt besser einordnen zu können. Ja? Ja. Diesen Einblick, den man nicht hat. Auf der Bank halt unten kriegt man das 1:1 mit, ja, dann was die Trainer besprechen, auch was Auswechsel angeht. Wenn wir oben sitzen auf der Pressetribüne, dann müssen wir halt manchmal selber Rätsel raten, was hat er jetzt vor, stellt er um. Das sehen wir dann immer ganz gut aus dieser leichten Vogelperspektive, ob er jetzt zum Beispiel von Dreierkette auf Viererkette umstellt oder wie auch immer. Aber das hat man da unten natürlich dann 1:1 oder eine Mannschaftsteamansprache, ja, ob das früher in der dritten Liga oder so vorher im Hotel ist, ja. Da ist man ja komplett dabei, ja, da kennst du den Matchplan richtig, das hast du beim Heimspiel auch, aber dann während des Spiels, wenn eben Veränderungen Sachen sind, diesen Sachen kriegen wir da oben ja nicht mit, weder du da in deiner Buchte, noch Benny und ich, nee, und dann müssen wir halt manchmal uns eben auch denken, okay, was ist jetzt und wie. Aber das wieder kann ich dann eine Halbzeit auch fragen. Und dann habe ich ja vor allen Dingen auch zum Co-Trainer Tim Kruse, der mich dann ja auch immer dann, weil der Cheftrainer meistens auch eine Ansprache macht, dann mir die ein, zwei Dinge dann mit an die Hand geben kann, damit ich dann
die dann natürlich nicht ausplaudere sofort, sondern eben aber für mich dann verwerten kann, weil das dann gerade im Nachgang, in der Nachbetrachtung oder auch in der Pressekonferenz danach oder so schon manchmal Dinge sind, wo man vielleicht vorher noch was besprechen muss, warum und wie. Und das sagen wir vielleicht lieber so nicht oder ja, wie auch immer. Okay, wie ist das mit Tim Kruse, weil du es gerade erwähnt hast? Wollte er grundsätzlich Co-Trainer werden oder ist er in diese Rolle dann ja irgendwie mehr oder weniger reingewachsen? Gut, ist eine Frage, die man Tim Kruse stellen müsste, aber ich glaube, er hatte das Angebot bekommen, hat es angenommen, also gehe ich mal davon aus, dass er dann schon für sich gesagt hat, pass auf, das ist ein Weg, ich möchte das gerne machen. Er hat ja auch schon einen Trainerschein. Hat er, ja? Ja, also ich glaube, das ist die... Ich weiß nicht, ob das die B-Lizenz ist oder so, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber er hat eine Basic dafür auch, also das heißt, dass er ja auch ein Interesse dafür hat und wie gesagt, Tim ist ein super Typ, ja, hat hier eben gespielt, ist hier reingewachsen, die Familie fühlt sich hier wohl, die Kinder gehen hier zur Schule und er hat diese Chance bekommen und dann eben auch wahrgenommen und wie gesagt, das ist halt ein Top-Typ, ja, also da gibt es gar nichts zu meckern. Hm. Wie ist so dein Arbeitsalltag? So ein bisschen haben wir ja schon gehört. Hat sich ja jetzt auch geändert. Ich glaube, das ist ja kein Geheimnis. Da kann man ja drüber reden. Genau. Dass du jetzt mehr beim Handelshof bist, also beim Präsidenten angestellt. Kann man das so sagen? Ja, das ist durchaus richtig. Aber quasi für sein Unternehmen, den Handelshof Cottbus, hat er quasi jemanden gesucht, der dort Marketing und die mediale Begleitung, es gibt verschiedene Handelshöfe in Deutschland, da gibt es eine Holdinggesellschaft sozusagen und da gibt es überall als quasi jemand, der dafür verantwortlich zeichnet. Das gab es hier noch nicht, da haben das Kollegen aus dem Handelshof nebenbei gemacht und das war dann eben auch nebenbei und nichts Halbes, nichts Ganzes. Und ja, so kam das dann. Natürlich verbunden war, ist auch kein Geheimnis, dass es gab Umstrukturierungen bei uns im Verein. Es muss auch in der Administrative Geld eingespart werden. Ja, und dann gab es halt wirklich gute Gespräche. Und dann habe ich halt auch für mich gesagt, dass es auch eine geile Chance ist, was Neues kennenzulernen. Und mache aber natürlich die Dinge beim FC Cottbus noch weiter. Das wird nicht mehr den Umfang haben wie vorher. Gerade jetzt, also jetzt merkt man das, glaube ich, gerade gar nicht. Vielleicht ist das ja grundsätzlich dafür gar nicht so schlecht, dass jetzt mal diese Corona-Zeit ist, wo weniger passiert. Das halt, als wenn jetzt quasi aus dem vollen Spielbetrieb mit der gesamten Sache, die wir halt auch über unsere ganzen Kanäle da eigentlich abreißen. Und dann kommt so ein Cut und auf immer ist das alles viel weniger. Also ich werde mir alles, was rund um die Spieltage ist, ja, da bin ich dann auch immer mit dabei. Das mache ich dann auch gerne. Das ist im Prinzip ist das wie Ehrenamt, ja, so kann man das halt durchaus sagen. Aber natürlich ist es jetzt nicht so schlecht, dass der Chef da auf der Arbeit eben auch der Präsident ist, der dann immer sagt, pass auf, wenn ich dann eben Freitag mal früher gehen muss, beispielsweise, dann wird er nicht sagen, nee. Also von daher ist das eine ganz gute Konstellation. Macht es ja dann auch relativ einfach an der Stelle. Aber kannst du oder könnt ihr sagen, auf welche, wenn es denn dann wieder losgeht, auf welche Einschränkungen aufgrund dieser geringeren Personaldichte sich die Energiefans dann einstellen müssen? Also gibt es da Pläne, wo ihr gesagt habt, okay, also ich sag mal ganz einfach, die Fans müssen eben 5 Minuten mehr mitbringen, wenn sie reinkommen zum Beispiel. Ja gut, das wird eben wahrscheinlich eher nicht so der Fall sein, also gerade im Bereich jetzt hier Ticketing oder so am Spieltag oder so, da läuft das Kontrollsystem läuft ja über Ordner, ja, die sind ja normal immer da, die Vorverkaufsstellen bleiben, ja, leider stellt sich das Thema aktuell noch nicht mit Zuschauern, aktuell ist noch nicht mal überhaupt an Fußball leider, zu denken, ja. Das ist ja natürlich der größte Mist an der ganzen Geschichte jetzt hier aktuell, aber gucken wir mal perspektivisch, dass es denn unter gewissen Voraussetzungen also irgendwann wieder so ist, dass wir mit Zuschauern Fußball spielen, dann wird das eher nicht so der Bereich sein. Ich kann jetzt erstmal für die Geschichte sprechen, was die mediale Begleitung ist. Wie gesagt, wir werden das weiter betreiben. Ich gerne, also wie gesagt, wenn es aktive Fans gibt, die Bock haben, sich ehrenamtlich in irgendwelchen Geschichten mit einzubringen, ja, ob das vielleicht Energieecho ist oder und so weiter, ja. Also wir sind da gerade noch in der Phase, wir stellen Überlegungen an, ja, es kann durchaus sein, dass es vielleicht möglicherweise ein Energieecho irgendwie demnächst nicht mehr gedruckt gibt, dass es das dann vielleicht nur noch als E-Paper gibt, weil das am Ende auch die Zeit entzerrt. Aber es ist ja eh ein Trend in die, klar, eben, es ist schön, ja. wenn du vielleicht ein Stück weit Luxus, wenn ja, dein... Aber warte mal, wenn der Museumsleiter hier gleich schreibt hier, es gibt ja auch eben die Sammler, ja, die gerne diese Hefte sammeln. Ja, aber der hat einen super Drucker, also der kann sich das aber, so aber am Ende ist es so, ja, also die Zeiten ändern sich und dann muss man auch wirklich, also wenn man dann wirklich
Also ich kann ja mal ein Beispiel sagen. Also normalerweise ist es so, wir haben zum Beispiel jetzt Sonntag ein Auswärtsspiel. Ne? Und keine Ahnung, haben wir noch eine Rückfahrt, da mache ich dann schon gewisse Dinge oftmals. Und wir wollen ja auch immer aktuell sein. Und normal ist es so, dass wir am Montag unser Echo-Tag haben mit dem Kollegen Sven und prügeln dieses Echo an einem Tag durch. Dann geht das, wird das Abend verschickt, geht an einen Korrekturleser und der schickt das dann am Dienstag früh zurück. Dann korrigieren wir die gewissen Geschichten und Mittag muss es dann schon in Druck. So, damit es dann am nächsten Spieltag quasi spätestens am Freitag bei uns vorliegt, damit es dann verteilt werden kann an die gewissen Stellen bei uns im Stadion, dass dann überall jeder das kaufen kann. So, das heißt, man hat einen Zeitdruck, ja, da muss das auch am Montag passieren. Das ist bei dem E-Paper nicht so, ja, wenn das dann am Freitag raus ist. Und das ist ja genau das, wenn man sagt, man macht das dann ehrenamtlich und nebenbei und das dann aber 4 Tage schreiben kann. Wie gesagt, gerne auch mit Unterstützung von Fans, kann sich jederzeit melden. Da sind wir sehr dankbar für Hilfe, Unterstützung. Ja. Gerne, ja. Auch in allen anderen Bereichen. Wenn jemand Ideen hat, sich immer melden. Wir sind da wirklich offen. Gerade auch die neue Vereinsführung, die möchte das auch explizit. Vielleicht gibt es ja, ich habe schon wieder diese Macke dann schon wieder weiterzuspinnen. Vielleicht gibt es ja sogar das Energieecho per QR-Code am Eingang und die Leute können sich das dann scannen und auf ihrem Handy einfach nur im Block stehen und das Echo lesen oder so, weißt du? Ja, ich merke schon. Nein, das klingt ja gut, aber die Sache ist ja, wenn es wirklich dann, wir arbeiten ja auch an gewissen Geschichten wie neuen Online-Shop und so weiter und so fort, ja. Dann mit PayPal oder so und man sagt aber als E-Paper, dass es dann eben vielleicht auch 1 Euro wenigstens kostet, ja. Und man auch was einnimmt, dann muss man gucken, ob das dann so praktikabel ist mit so einem QR-Code, ja. Ja. Wahrscheinlich wird es dann eher der QR-Code für die Luca-App sein demnächst. Du hast gesagt, wenn ihr Ideen habt, immer ran. Gerne, ja. Jetzt komme ich mit einer Idee. Aber nun gut. Ich wollte jetzt nicht buzzern, weil ich bin zu weit zurück. Es gibt noch Leute, die haben andere Ideen. Nico zum Beispiel von Energie FM würde gerne mal eine PK leiten, wenn du mal keine Zeit hast. Ja, ist aber auch so eine Geschichte. Dass, okay, Entschuldigung. Gut. Nico, du bist raus. Nein. Kannst du. Das ist, wie gesagt, wir befassen uns mit vielen Dingen. Ja? Also es kann auch möglich sein, dass es in Zukunft, also gerade in der Regionalliga, auch nicht mehr vor jedem Spiel eine Pressekonferenz geben wird. Ja? Also das hängt dann sicherlich auch mit zeitlichen Kapazitäten ab, mit anderen Verpflichtungen, die man dann in dem Job hat. Ja. Dann kann auch sein, dass es dann einfach eine lose Fragerunde von Journalisten am Trainingsplatz mit dem Trainer wird, ja, und vielleicht noch ein Spieler oder EnergieTV, wenn wir die Interviews organisieren und so. Da sind auch ist nicht das Schlechteste. Ja, ja. Also nach den Spielen wird es das immer geben, das ist ein Standard, na ganz klar. Also da brauchen wir nicht überreden. Ja, das ist ja auch das Schnellste an sich. Ne? Und da muss man, wie hat der Präsident gesagt, von wegen, man muss halt dann wirklich Strukturen und gewisse Dinge dann eben auch der Liga-Zugehörigkeit im Moment halt anpassen. Und das ist dann nicht schön, ja. Normal, ja. Wir sind in der Energie Cottbus, ja, das brauchen wir jetzt auch nicht wegdiskutieren und haben auch einen eigenen Anspruch, ja. Also auch ich habe den ja in der Sache, die ich mache, ja. Also wie gesagt, dass wir auf allen Plattformen vertreten sind, auch mit EnergieTV, was ihr für tolle Sachen macht, das ist ja nicht bei anderen Vereinen so, ja. Ja? Und wir wollen das jetzt nicht runterprügeln und sagen, wir machen jetzt gar nichts mehr, weil das ist auch nicht der Sinn der Sache, ja. Weil nee, unser ja Fußball auch lebt davon, unser Verein lebt davon auch und ja. Fans also gerade begeistern irgendwie ein Stück weit und gerade in der Zeit. Und lass jetzt sowieso. Ja. Lass uns mal, hier kommen schon ganz viele Fragen rein. Einsamer Ossi hat zum Beispiel gefragt, du brauchst noch nichts dazu sagen, gibt es schon Neuigkeiten in der Kaderplanung, hab kein LR+. Einsamer Ossi, du brauchst kein LR+, wir kümmern uns gleich darum. Ich würde einfach mal ein bisschen Musik spielen. Mhm. Du siehst, da kommen. Gibt es eine PK, an die du dich besonders erinnern kannst? Ja, das war mal mit Pele Wollitz. Was hat er gesagt? Ja gut, hat er viel gesagt, aber da ging es um die Topspieler. Nee, um die Reform dritte Liga, als er den DFB dann da verbal angegriffen hat und ja. So. Ja, also er hat in vielen Dingen auch recht gehabt, ja, und hat das eigentlich auch mal ganz authentisch rübergebracht, muss man einfach mal so sagen. Ja, da gibt es immer für und wieder, ja, also das kann ja jeder für sich selber beurteilen, aber da hast du halt immer schon gemerkt, dass das Herz dann schon am rechten Fleck war und der ist dann eben auch losgerannt. Ja, da ist jeder Trainer ein bisschen anders. Pele ist da sicherlich ein bisschen extremer. Hast du, gab es da so eine, du sitzt ja links neben ihm, wenn ich das jetzt richtig, oder hast du ja, ne, oder sitzt ja meistens neben dem Trainer, jetzt Corona-bedingt wieder, aber ein bisschen was anderes. Aber gab es da so Momente, wo du mal so mit dem Fuß so ein bisschen? Ja, sicherlich. Also,
Ja, das gibt es aber auch bei anderen, auch wenn du mit Spielern unterwegs bist und es und so Interviews gibt, wo man dann sagt, pass auf. Also wir der redet sich jetzt um Kopf und Kragen oder so in der Richtung, meine ich. Ja, aber, da, das, aber trotzdem ist da ja auch eine Entwicklung zu sehen gewesen, ja. Und wie gesagt, normalerweise ist es halt so, wir besprechen natürlich viele Dinge auch vorher. Ja? Also mit jedem Trainer, ja, wenn du bevor du in die PK gehst und so, haben wir halt vorher mal ein Briefing und was wollen wir transportieren. Manchmal sind es ja auch explizite Botschaften, die wir irgendwie, manchmal auch subtil, wo es der Fan vielleicht gar nicht merkt, warum wir manche Dinge, das ist wirklich, das ist eine Sache, das habe ich über die Jahre gemerkt, wirklich, dass man manche Dinge, das glaubt ihr vielleicht manchmal nicht da draußen, ihr Fans, aber gewisse Dinge machen wir auch bewusst, weil wir genau ein Ziel haben. Und der Adressat, zu dem das geht, der weiß am Ende manchmal auch ganz genau, was gemeint ist. Und manche denken manchmal vielleicht, was aber die 5000 anderen wissen es nicht. Was sehen die gerade da eigentlich und was soll denn dieser Blödsinn? Das ergibt ja irgendwie gar keinen Sinn. Das erinnert mich wieder an die PK in was war das, Luckenwalde? Ich habe das letztens schon mal erzählt, weil mich das immer wieder beschäftigt. Die PK in Luckenwalde. Nee, Fürstenwalde hier mit, dem, mit Pelle? Ja, sozusagen? Oder was meinst du? Nee, Luckenwalde. Ich glaube, wir haben verloren. Das war auch schon wieder traurig, aber es ist halt Luckenwalde. Wo der gesagt hätte: Ich habe hier die alte Geschichte zwischen David und Goliath und ich habe meine Jungs vorher mit der Steinschleuder in den Wald geschickt und habe sie schön. Landespokal Luckenwalde. Ja, ja. Immer wieder so eine Pressekonferenz, die mir so ein bisschen im Ohr bleibt. Wo kommt das jetzt her? Ah ja. Ach, unser Gast ist schon fast da. Er muss noch kurz warten. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik, dann kommen wir zum Gast und ja, wir machen Musik, die jeder irgendwie kennt, der schon mal im Stadion war. Bis gleich. Die Märkische Heide, das waren übrigens die Schöneberger Sängerknaben. Das sind genau diese Versionen, die wir seit Jahren eigentlich im Stadion der Freundschaft spielen. Und ja, Sumpf und Sand, wer kennt es nicht? Hast du auch mal im Block gestanden und Sumpf und Sand gebrüllt? Machst du heute noch, ne?
Richtig. Nur ein Stückchen weiter oben. Nur nicht im Block, ja. Ja, ja. Selbstverständlich. Was war euer Block immer? Wo habt ihr immer gestanden? Also I war es ja nicht, ne? Doch. Es war I? Ja, okay, genau. Also der damalige schon, also damals der alte C-Block, ja. Als die Gegengerade noch war und die Osttribüne nicht stand. Danach war es der Block I in dem Stehplatzbereich der Osttribüne und dann umgezogen. Und dann war ich eigentlich immer im Block I, bis ich dann umgezogen bin auf überall und nirgends. Okay. Guck mal hier, Pele polarisiert immer noch. Also schon die... Die Gespräche, ja, war er? Also ist ja eine Frage. Ach so, ja, ach nee, das ist eine Frage. Ja. Entschuldigung, ich so weit weg hier, trotz großem Fernseher. Absolut, Maurice. Pele, ihr könnt euch mal vorstellen, der ist auch ein ganz nachdenklicher und ruhiger Zeitgenosse in gewissen Situationen. Ja? Also wie gesagt, rund um den Spieltag ist er in seinem Tunnel angespannt und wirklich, ja. Naja, es gibt nicht mehr als 100%, aber der Floss gesagt, er war 150% dabei bei der Sache, ja. Und aber in vielen anderen Situationen, das haben ja auch viele Spieler gesagt, wie er mit Spielern umgeht in Gesprächen und so weiter, ja. Da hat ja jeder Trainer auch so seine eigene Art und Weise, ja. Und da ist er zum Beispiel da auch ganz ruhig, ja. Aber da hat er auch immer, also das muss man ihm, glaube ich, zugutehalten. Er hat halt immer Spieler gefunden, die er, da hat manchmal ein bisschen länger gedauert, aber die er entwickeln konnte. Ne? Das fand ich bei ihm immer interessant. Genau, ja. Aber wie gesagt, das machen andere Trainer ja auch. Ja, also jetzt wird man mal sehen, was jetzt Maxi Zimmer und Dirk Lottner für die Zukunft da zusammenstellen. Ja, und wie gesagt, das ist ja, Dirk Lottner, der hat eine andere Art, ja. Der hat wirklich, und der hat auch alles Hand und Fuß, ja, was man so einfach so mitkriegt, was er sagt. Ist ein Vollprofi, der war Bundesligaspieler. Das sind halt so gewisse Dinge, das merkt man dann schon, ne? Also wie die Ansprache auch gerade jungen Spielern gegenüber sind, das ist dann das ist schon toll, ja. Und da gucke ich dann auch manchmal so, wenn ich gewisse Dinge so mitbringe und sage, das ist schon irgendwie geil, ja. Und aber jeder wirklich seine eigene Art, jeder Trainer. Ich muss mal schnell gucken. Unser Museumsteil. Also wir sind ja eine interaktive Sendung. Fährst du schön Auto? Naja, Emma ist schon mal mitgefahren. Und da ich es gewöhnt bin, Emmas im Auto mitzunehmen, war Emma, glaube ich, auch mal mit. Ich weiß gar nicht, welches Spiel war denn das, Museumsleiter. Aber haben wir nicht wegen Emma das Blaulicht ausgemacht? Das weiß also, ich nicht. Wie gesagt. King Neumi hat gefragt, wer im Lauzi-Kostüm steckt. Studenten von der BTU? Nein. Das ist jemand, der normal unter der Woche auf Montage ist und am Wochenende dann immer hier und macht das jetzt schon ein paar Jahre und der macht das auch ziemlich gut und hat da richtig Bock drauf und versucht eigentlich auch, wenn es mal andere Veranstaltungen gibt, wo Lauzi mal hinkommt, versucht er immer irgendwie sich freizuschaufeln und macht das wirklich auch ehrenamtlich und sehr, sehr gerne. Aber er bleibt jetzt anonym. Ja, deswegen. Immer wieder im Bereich Datenschutz, ja. Darf ich ja bestimmt gar nicht sagen. Deswegen ist er ja auch im Lauzi-Kostüm. So. Ja, richtig. Emma. Aber nur wegen dem Emma. Da sitzt keiner, du siehst das, aber das Blaulicht ist wieder an. Ich hoffe, das reicht jetzt dem Herrn Museumsleiter, weil die meisten wollten es ja aushaben. Deswegen können wir uns dann gleich wieder auf das Wesentliche konzentrieren, weil wir waren ja gerade bei Dirk Lottner und bei Trainern und verschiedene Art und Weisen und ich würde einfach mal versuchen, unseren Gast jetzt dazu zu holen. Wie gesagt, das ist... Wenn Kochi was Falsches sagt, darf ich dann buzzern? Du musst mir das dann sagen. Aber da muss nein, ich, der macht das schon. Da muss ich ihn schnell ausmachen. Der Captain macht das, alles gut. Ich frage ihn mal, also hören könnten wir ihn schon? Jetzt funktioniert es, glaube ich. Genau, also wir hören dich schon. Ich gucke mal, ob wir dich auch sehen. Kleinen Moment. Das, wie gesagt, daran haben wir so ein bisschen gebastelt, aber da sehen wir ihn ja schon. Jan Koch. Jan, herzlich willkommen in unserer kleinen gemütlichen Sendung Rot-Weiß. Sportfrei, Cory. Ja, danke. Sieht cool aus bei euch da. Jo, vielen Dank. Erste Frage, natürlich ganz wichtig. Ich muss hier mal den Ton noch ein bisschen regeln. Wie geht's dir? Ja, in Ordnung. Ich wurde ja vor circa 3 Wochen an der Leiste operiert. Hab das alles ganz gut vertragen. War jetzt in der Reha und werde dann voraussichtlich ab Montag wieder in Cottbus sein und je nachdem wieder ins Aufbautraining kommen. Wir hatten gerade so diese ganze, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, über Trainer Dirk Lottner und Pele Wollitz und so, diese Unterschiede so ein bisschen gesprochen. Was, wie sagst du so, Dirk Lottner, was ist das so für ein Typ? Ich glaube, Schafe hat das ja richtig gesagt, dass jeder Trainer so
immer komplett seine eigene Art hat. Das ist wirklich, ja, so im Laufe einer Karriere, was man da so für verschiedene Trainer hat, hat wirklich jeder so eine komplett andere Art, ranzugehen. Ja, bei Dirk Lottner merkt man natürlich, dass er früher ein Spieler war, dass er vieles von früher auch so mit übernehmen will und dass er halt eine Menge Erfahrung hat, auch gerade in der Bundesliga. Ich meine, das ist ja auch, hat auch einige Spiele auf dem Buckel und kann da den Spielern schon das ein oder andere mitgeben. Anders war, als es jemals wahrscheinlich in deiner und von jedem anderen in der Karriere war, ist natürlich diese ganze Corona-Geschichte seit etwas über einem Jahr. Es gab dann ein paar Spiele, dann gab es mal wieder keine Spiele. Wie hast du das jetzt konkret wahrgenommen, gerade so in der letzten Zeit, wo es ja gar nicht mehr gespielt werden konnte und auch nicht getrainiert ja teilweise? Ich meine, damals, als das alles angefangen hat, vor etwas mehr als einem Jahr, hat keiner damit gerechnet, dass sich das so entwickelt. Ich kann mich noch erinnern, dass wir da nach Hause geschickt wurden und gesagt haben, ja Jungs, jetzt fahrt ihr erstmal 2 Wochen heim und dann geht's weiter. Dass wir jetzt ein Jahr später nochmal hier sitzen und wieder nicht spielen dürfen, ist ja für jeden Spieler, ich meine, das ist unser Job. Wir wollen unseren Job machen, wir wollen Fußball spielen, wir wollen zusammen mit den Fans Erfolge feiern. Und aber trotzdem denke ich, dass wir in unserer Gesellschaft ganz andere Leute haben, die dadurch einen Schaden erlitten haben. Deswegen sind wir immer noch privilegiert, dass wir zumindest trainieren dürfen, auch wenn jetzt nicht mehr gespielt wird. Aber ich hoffe, dass sich das ja dann zur neuen Saison alles wieder ein bisschen normalisiert und wir dann auch wieder zusammen hoffentlich mit den Fans im Stadion Erfolge feiern können. Ja, wenn ihr Fragen habt, Nico hat das gerade schon geschrieben, aber wenn ihr Fragen habt, dann einfach rein in den Chat. Du hast ja einen kleinen Moment Zeit genommen, hatten wir ja vorher so abgesprochen. Ist ja auch Freitagabend. Was würdest du jetzt im Normalfall machen? Nichts eigentlich. Ich bin eigentlich, Corona natürlich, kann man ja nichts machen. Aber ich bin generell eher so der Typ, der gern zu Hause bleibt. Wo, die Vorbereitung. Wo ist jetzt zu Hause aktuell? Es sieht ein bisschen bayerisch aus, wollte ich sagen. Ja, ist es auch, richtig, ja. Im Süden von Deutschland. Ja. Dann starten wir mal mit der ersten Frage von Nico. Nico von Energie FM übrigens. Tobi Eisenhut hat mal gesagt, unter Dirk Lottner gibt es mehr Disziplin. Kannst du das bestätigen oder zumindest sagen, was er damit meint? Weiß ich nicht, in welche Richtung Eise das meint, aber ich meine, wir sind diszipliniert. Auf dem Platz hat man das ja gesehen, als die Glockner kamen, dass sich so ein bisschen alles ein bisschen stabilisiert hat. Das hat auf jeden Fall mit Disziplin zu tun, gerade in der Defensive. Deswegen denke ich, dass Tobi das so in der Richtung gemeint hat. Wir waren ja jetzt vorher auch nicht eine Mannschaft, die undiszipliniert war, jetzt in dem Sinne, dass wir, keine Ahnung, Unsportlichkeiten oder die Persönlichkeiten so waren, dass ich, keine Ahnung, viele Ausreißer dabei waren. Ich denke, dass das eher darauf bezogen ist, dass wir uns dann mannschaftlich so gerade taktisch ein bisschen mehr diszipliniert haben, als es vorher der Fall war. Jetzt gerade, und da kombinieren wir das mal mit dem Corona, wie ist das mit dem Kontakt halten? Also gerade du, wenn du jetzt ein Stückchen weiter weg bist, wir haben ja auch schon mal gehört, es gibt so die eine oder andere WhatsApp-Gruppe oder eine große. Wie haltet ihr den Kontakt? Also gerade du als Kapitän, versuchst du auch dann von außen oder von weiter weg das Team irgendwie ein bisschen zusammenzuhalten? Ja, also ich glaube, Schafe hat das ja auch schon erzählt, dass wir eine WhatsApp-Gruppe haben. Und da wird eigentlich immer, wenn es irgendwie was gibt, wird da immer reingeschrieben und dann reagieren auch die meisten. Kontakt zu halten ist jetzt, wir haben ja jetzt eigentlich die ganze Zeit trainiert, seit Februar, glaube ich, wieder, Mitte Februar. Jetzt, wenn ich zu Hause bin, in der Reha, habe ich natürlich erstmal mich so ein bisschen auf mich konzentriert, aber diese Gruppe ist schon oft so dazu da, dass wenn es irgendwas gibt, dass wir das dann untereinander schnell kommunizieren und eben über kurze Kommunikationswege dann auch jeden informieren können.
Wie ist es rein vom Fitnessstand her? Gut, bei dir ist es jetzt nochmal ein bisschen speziell, aber in der Zeit, wo ihr jetzt gar nicht trainiert habt, ihr habt ja meistens eure Brustgurte, wenn ich mich recht erinnere, über die dann auch die Fitnessabteilung sich das Ganze angucken kann, was ihr macht, ne? Ja. Ja, also es ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich kann mich zum Beispiel an letztes Jahr erinnern, als wir da nach Hause geschickt wurden, da hast du wirklich geackert ohne Ende, jeden Tag laufen und also richtig anstrengend alles. Und dann bist du nach Cottbus gekommen, hast trainiert, ein bisschen Passübungen gemacht und dann hast du eine Woche Muskelkater gehabt. Weil das einfach mit diesen Belastungen, die du bei einem Spieltag oder bei einem Training hast, die können einfach durch Läufe und sowas nicht ersetzt werden. Deswegen fehlt uns natürlich auch, wenn wir jetzt wieder anfangen würden, diese Wettkampffitness, die holt man sich einfach nur über Spiele und da kannst du so viel trainieren, wie du willst. Nur über Spiele bekommst du diese Fitness, die dir dann eben über diese 90 Minuten hilft, Gas zu geben. Die zwei Testspiele gab es, ich glaube es sollten mal drei sein, aber zwei haben wir dann am Ende gemacht, wurden ja auch bei Energie TV übertragen. Hast du das verfolgt soweit? Ich habe das verfolgt, ja. Ich konnte ja leider nicht mitmachen, beide. Habe mir das eine sogar dann vor Ort noch angeguckt, oder beide sogar, stimmt. Das war ja BHK und Rathenow. Optik. Habe die beide gesehen. Da hat man natürlich auch gesehen, dass seit langem nicht mehr gespielt wurde. Und ich meine, wenn man da mit den Spielern gesprochen hat, hat man auch herausgehört, ja, dass die Wettkampffitness einfach nicht so ist, wie sie vorher war. Dass das natürlich alles noch ein bisschen Zeit braucht. Aber ja, sollte der Pokal ja jetzt gespielt werden, wenn wir hoffentlich noch ein, zwei Spiele vorher haben, damit wir uns da auch richtig vorbereiten können. Bevor wir dann gleich, du hast gerade angesprochen, zum Pokal kommen, hat Maurice Jipp noch eine Frage zu Maxi Zimmer, also deine Meinung zu Maxi Zimmer. Und da sind wir ja auch wieder beim Optikspiel, weil das war ja so sein erstes Spiel, in Anführungsstrichen, das erste Spiel, wo er dann eben an der Seite stand und sich das Ganze nochmal genauer angeguckt hat. Aber ja, klar, deine Meinung zu Maxi Zimmer. Ja, also ich kenne ihn noch als Spieler, eigentlich nur als Spieler. Das war früher ein super Spieler, super Technik gehabt und alles. Und ich denke, dass also die ersten Eindrücke, die ich von ihm sammeln konnte, waren wirklich sehr, sehr positiv. Er kennt die Spieler, er kennt die Region zu gut, er kennt die Liga, er kennt die Spieler von anderen Vereinen. Also er kennt sich halt wirklich gut aus und hat auch ein gewisses Netzwerk sich aufgebaut. Hab da auch mit ihm schon Kontakt gehabt und also durchweg positiv. Und ich denke, dass er dem Verein auf jeden Fall in Zukunft mit Sicherheit, mit seinem Netzwerk und mit seinen Kontakten auf jeden Fall helfen kann. Gibt es da auch so Tipps von dir, wo du sagst als Kapitän, ich würde jetzt gerne mit dem oder mit dem mal wieder zusammenspielen? Man kann das schon immer mit einbringen. Also es ist jetzt schwer zu sagen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Spieler hätte, mit dem ich zusammengespielt habe und habe gesagt, boah, der würde uns helfen, dann würde ich das natürlich immer einbringen, weil man ja für seine Mannschaft das Beste haben will. Aber das ist unabhängig jetzt von Maxi, sondern das würde man auch bei einem anderen so machen. Nico möchte wissen, ganz klar, sehen wir Jan auch nächste Saison im FCE-Trikot? Schwierig. Ja, ist natürlich in dem Moment sagen, ist es ja schwierig zu sagen, natürlich verstehen wir, ne? Ja. Also, ich war letztes Jahr der Erste, der verlängert hat. Ich glaube, da habe ich auch so ein bisschen mich zum Verein bekannt, dass ich mich wohlfühle, ist auch klar. Und da muss man natürlich sehen, ob das jetzt funktioniert oder nicht oder wie. Oder da ist es jetzt auch noch zu früh, irgendwas zu sagen. Da weiß ich auch selber jetzt noch nicht, in welche Richtung das gehen wird. Was denkst du, braucht der Verein jetzt am meisten? Also gerade, ihr habt ja sicherlich als Spieler natürlich auch die Wechsel im Präsidium und so weiter mitgekriegt zum Jahreswechsel. Was denkst du einfach, was ist so das Wichtigste? Was braucht der Verein? Was braucht die Mannschaft? Also was ist so dieses Essentielle, wenn es denn dann wieder losgeht, hoffentlich bald? Aus Spielersicht würde ich so sagen, der Verein braucht eine gewisse Konsistenz wieder mal.
Ich meine, oh, jetzt bellt er. Ja, bei uns ist es ein Buzzer, bei dir ist es ein Hund. Ja. Nee, also ich glaube, der Verein braucht ein bisschen Konsistenz. Mit dem neuen Präsidium, das muss sich jetzt alles ein bisschen eintrudeln und es muss auch das gewisse Vertrauen wieder von den Fans, glaube ich, zurückgewonnen werden, weil diese ganzen Veränderungen, die in den letzten Monaten jetzt waren, da bricht auch so ein bisschen das Vertrauen weg, denke ich mal. Und das muss sich halt der Verein jetzt zurückgewinnen und mit richtigen Entscheidungen und mit richtigen und guten Handeln dieses Vertrauen von den Fans wieder zurückgewinnen, weil ich meine, das ist der Basis von allem. Ohne die Fans wäre der Verein jetzt nicht da, wo er steht und wäre vielleicht auch nicht mehr also so konsistent, wie er jetzt ist. Und deswegen glaube ich, muss da einfach jetzt ein bisschen alles wieder in ruhige Fahrwasser gelangen und Vertrauen zurückgewonnen werden. Ich greife nochmal die Frage von Maurice auf. Der möchte wissen, hast du ein Idol oder ein Vorbild? Idol ist natürlich auf meiner Position Sergio Ramos. Okay. Da hätte er sich auch das Jahrbuch kaufen können. Da steht das, glaube ich, auch drin. Da steht das drin, genau. Gibt's über? Warte mal. Hier. Kann das nicht heute gewinnen? Nee, das konnte man die letzten zwei Wochen gewinnen. Ach so. Aber hier ist das Jahrbuch 2021. Wir haben ja vorhin schon in dem alten Jahrbuch geblättert, einfach weil wir uns mal die heiligen Hallen von deinem neuen Arbeitgeber. Ich komme mir da auf den Namen nicht. Handelshof Cottbus? Handelshof Cottbus, genau. Ja, ich denke, ich sehe bloß immer Hauptsponsor Feldschlösschen vor meiner Nase. Da ist das wahnsinnig schwierig. Jan, zuletzt noch einfach die Frage. Was wünschst du dir jetzt für den Landespokal? Hatten wir ja gesagt, da müssen wir nochmal schnell drüber sprechen. Klar, ihr wollt spielen, aber dass alle Spiele ausgetragen werden können, ich glaube, von dem Gedanken kann man sich grundsätzlich verabschieden. Das ist echt schwierig. Also ich meine, wir hatten ja auch immer im Kopf so ein bisschen durchgespielt, auch wie es in der Liga weitergehen könnte. Und da gibt es ja immer verschiedene Modelle und verschiedene Möglichkeiten und sonst was. Aber wir sind jetzt, ich glaube, Viertelfinale war das im Pokal, also noch drei Spiele. Ja, und diese drei Spiele sind natürlich, zeitlich wäre das noch möglich, aber ich meine jetzt, die ganzen Oberligisten, die noch dabei sind, dürfen nicht trainieren. Stand jetzt, glaube ich, und wie man das löst, das ist wirklich eine schwierige Sache. Also natürlich würden wir gern spielen, würden den Pokal gern holen. Aber wie das dann entschieden wird, ist wirklich schwer. Also da wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das machen soll. Es wird immer jemanden geben, der im Nachteil ist. Und das ist halt das Problem bei diesen Entscheidungen. Schafe, weißt du da eigentlich mehr? Also wie der aktuelle Stand ist? Also gestern gab es ja eine Videokonferenz mit allen beteiligten Vereinen und dem FLB. Die Entscheidung da wurde vertagt, also ist quasi nichts rausgekommen dabei. Die Meinungen wurden gehört, aber wie das halt so oft ist, sind das natürlich auch acht Vereine und der FLB, also neun verschiedene Meinungen geführt. Sicherlich kann man sagen, dass sich die vier Regionalligisten, die halt aktuell, wie Koch ja sagt, trainieren dürfen und eben auch spielen dürften, sich da schon ein bisschen eher einig sind, sie wollen das Ding auch zu Ende bringen, ist klar. Ich meine, es geht ja um den DFB-Pokal. Babelsberg, Cottbus, Fürstenwalde und Luckenwalde. Genau. Okay. Und dann hat man halt noch einen Oberligisten und drei Brandenburg-Ligisten und die dürfen halt de facto Stand jetzt nicht trainieren und auch nicht spielen. Und realistisch betrachtet wird sich das auch in absehbarer Zeit wohl nicht ändern. Also muss man in Lösungen denken und gucken, wie man das Ding am besten zu Ende bringt. Ja, also ich werde das nicht entscheiden. Das ist jetzt möglicherweise auch nicht die Meinung von Energie, das ist meine persönliche. Ja. Ich denke, dass es sicherlich irgendwie
besser wäre, wenn vielleicht die vier Regionalligisten sozusagen dann ab Halbfinale wird neu gelost. Dann muss man quasi insgesamt 3 Spiele noch über die Bühne bringen, also quasi 2 Halbfinals und den Finaltag der Amateure. Und die anderen natürlich dann irgendwie finanziell von dem Landespokaltopf dann irgendwie partizipieren. Weil ich glaube halt nicht, dass die Politik denen eine Ausnahmegenehmigung zum Trainieren und Spielen geben wird. Also das ist, glaube ich, unrealistisch. Und selbst wenn, ist das ja nicht so wie bei uns. Ja? Also Cory weiß das, ihr seid Berufsfußballer. Da ist das was anderes. Die gehen noch, da ist eine, keine Ahnung, der ist Kindergärtner und der andere ist Handwerker und die gehen auch noch jeden Tag arbeiten. Die haben noch mal viel mehr Kontakte und dann trainieren sie 3-mal die Woche oder irgendwie 18 Uhr irgendwie abends und dann sollen die vielleicht 4-mal getestet werden und das über 3 Wochen. Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll und nicht realistisch. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass die Politik das öffnet, weil dann damit öffnet man ja auch irgendwie so die Büchse der Pandora und dann sagen alle, warum dürfen wir eigentlich nicht? Und es ist alles sehr, 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 sehr schwierig. Aber es muss mal eine Entscheidung her und deswegen ist es natürlich schade, dass da gestern keine Entscheidung kam. Jetzt muss man sehen, dass jetzt gibt es ja am Montag die Ministerpräsidentinnen-Konferenz, die wurde jetzt auch heute abgesagt. Ja, ich glaube, das wollte man vielleicht auch noch ein bisschen abwarten, um danach zu gucken, was dabei rumkommt. Und dann wird man sehen. Ja, aber mit Warten kennen wir uns ja leider Gottes mittlerweile aus. Ja, das ist ein bisschen. Ja, aber selbst da ist ja an sich auch nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, 22. Mai müsste Stichtag für den Tag der Amateure gewesen sein. Oder müsste der Tag, glaube ich, wo glaube, das? Ich glaube, es ist der 22. Mai, genau. Aber ich sag mal trotzdem jetzt realistisch betrachtet, wenn man jetzt de facto tatsächlich nur noch die 2 Halbfinals spielen müsste, dann kann das durchaus in der Woche davor passieren und eine Woche später ist das Finale. Ja? Und wie Cory sagte, dann muss es eine Vorbereitungszeit geben, dann muss man sicherlich noch 2-3 Testspiele absolvieren. Und dann wird aber dann fängt das nächste Problem an. Gegen wen macht man denn dann die Testspiele? Ja? Also dann können es ja entweder nur Mannschaften sein, die im Spielbetrieb sind. Ansonsten hat das ja auch wenig Sinn. So, und dann scheidet ja möglicherweise der Halbfinalgegner schon mal aus. Ja, dann könnte man natürlich vielleicht gegen die beiden anderen spielen, die in einem anderen Halbfinale wären, wie auch immer. Drittligisten, die im Abschießkampf oder irgendwas sind, werden auch nicht sagen, wir machen unter der Woche jetzt nochmal irgendwie was. Ist dann sicherlich ein bisschen schwierig, muss man gucken. Ja? Aber Fakt ist, das muss man so machen. Also eine vernünftige Vorbereitung von, sagen wir mal, ungefähr 3 Wochen war Cory, so die braucht man dann schon. Ne? Und dann möchte man auch 2 bis 3 Spiele, Wettkampfpraxis braucht man. Gut, vielleicht kann man auch mal gegen die U19 nochmal von uns spielen, was dann sicherlich dann auch immer eine Möglichkeit ist, wenn die zumindest in der Schule, im Schulunterricht halt quasi auch im Training sind, alles getestet und dann würde das sicherlich irgendwie gehen. Aber einfach ist das nicht. Aber ich muss es zum Glück ja auch nicht entscheiden, aber es wäre schön, wenn es mal eine Entscheidung gibt. Also wir würden uns zumindest als Energie-TV noch über das eine oder andere Testspiel freuen. Würden das dementsprechend natürlich auch wieder streamen. Also 2 haben wir ja schon geschafft. Aber wäre das für dich, Jan, wäre das so ein Kompromiss, wo er sagt, die Variante mit den 4 Regionalligisten und dann jeweils ein Spiel? Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, in der Hinsicht geht es ja dann um die Vereine, die da dann nicht inklusive sind, dass die da auch dementsprechend entschädigt werden, so dass die dann auch damit einverstanden sind, weil die ja dann am Ende die großen Verlierer da wären. Aber wie gesagt, wir wollen am liebsten unseren Beruf ausüben, wollen spielen, haben die Chance auf einen Titel und das würden wir natürlich sehr gern machen. Dann, bevor ich dich entlasse, noch die letzte Frage. Ich merke es ja zum Ende aufgehoben. King Neumi wollte das wissen. Jan, was ist dein Lieblingsbier als eingefleischter Bayer? Boah, das ist eine schwierige Frage. Wir haben ja so einige Biersorten hier in Bayern. Am liebsten trinke ich tatsächlich aber so ein Tegernseher oder ein Chiemseer helles. Tegernseer hell? Es gab mal ein Trainingslager am Tegernsee, kann ich mir ist. Ja, wenn ihr Kumpel Payne schreibt, ja mal hier, ne? Manchmal geht es schnell, Tegernsee ja hell. Ja, super. Nee, vielen Dank. Schön, dass das geklappt hat. Dann, ja, danke auch. Wir haben ja gesagt, du warst so ein bisschen unser Versuchskaninchen, ob wir das technisch auch so hinkriegen. War sehr angenehm. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Schafe, willst du noch was? So was Internes noch schnell mit? Nee, alles gut. Cory, wir sehen uns. Ne? Und wir sehen uns. Ne? Vielen Dank. Kommt der nächste Woche schon wieder vorbei. Ich wollte sagen, dann freuen wir uns, dich bald wieder in Cottbus zu sehen, vielleicht zu dem einen oder anderen Testspiel sogar. Genau. Dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Danke euch ciao. Auch. Ne? Tschüss. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ebenso. Ciao. So, dann machen wir mal schnell aus. Ah ja, hat er schon. Und nun wieder Musik. Ach nee. Machen wir gleich. Ich hätte wetten können, dass es Feldschützchen ist.
so. Also rein sponsortechnisch hätte ich mich auch gefreut. Ich sage ja jedes Mal, vielleicht fälscht das hier mal den einen oder anderen Kasten vorbei. Ist noch nicht passiert. Kann ja alles noch kommen. Die gehen ja immer zu Kumpel Payne. Nee, aber klar, was sollst du jetzt anderes sagen? Aber trotzdem, unser Kapitän, ruhiger, entspannter Typ. Ne? Super, ja, absolut. Mit Cory kannst du immer arbeiten, sage ich. Ja? Also wirklich, nee, absolut. Und ja, schade, dass er eben jetzt verletzt war oder beziehungsweise jetzt operiert werden musste. Aber wirkt einerseits, da kann man schon wieder sagen, glücklicherweise. Ja, lieber jetzt. Kein Spielbetrieb, ja, lieber ja. Jetzt, genau. Als in Zeiten, wo es halt Schlag auf Schlag geht, unter normalen Bedingungen, da sind Verletzungen halt immer doof, ja. Oder, das ist schon abends, kann man auch Scheiße sagen. Du, und bei daher, Twitch sowieso, ich habe bloß gehört, Nippel davon. Und du hast ja du darfst alles sagen, nur keine Nippel zeigen. Richtig. Und du hast aber vorhin ja angesprochen, und Cory wurde ja auch von Doki Cory operiert, hier ein absoluter Fachmann an der Leiste, und von daher ist das super. Aber er hat Bock, er will jetzt wieder. Aber viele anleiten. Köche können auch den Brei verderben. Entschuldigung, ich konnte jetzt nicht anders. Payne möchte eine rauchen gehen. Dann würde ich sagen, war ein anstrengendes Gespräch. Wir machen einfach ein bisschen, muss er wohl, bisschen gemütlich, ein bisschen Musik. Wir sind ja interaktiv und was wir gehen auf die Wünsche unserer Fans ein. Ich wollte mal ein bisschen was Ruhiges machen, was nicht ganz so actionreich ist, aber was jeder Fußballfan kennt. Baddie, Skinner and Lightning natürlich. Hier sind die Three Lions. Bis gleich. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back. So sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, 'cause I remember three lines on the shirt, jewels remain still gleaming, 30 years of hurt never stop me dreaming. So many jokes, so Bobby Belt in the ball, and they'll be dancing. Three lights on the shirt, jewels remain still gleaming, 30 years of hurt never stop me dreaming. England have done it in the last minute of extra time. Still gleaming, it's coming home. 30 years of hurt, it's coming.
Du kannst das jetzt nicht weiter erzählen, wir sind schon wieder live. Ja. Live, nur nicht zu hören. Vielen Dank, Pinky. Wir müssen jetzt gucken, was der Schafe aus dem Schal jetzt wieder macht, ob er das wieder runterknallt oder nicht. Ja, vielen Dank. Hey, guck mal, Dirk Haus fragt, vermietet NL Cottbus nächste Saison. Oh, Victoria ja auch, Berlin. Ist das spannend oder ist das nicht spannend, darüber zu reden? Victoria Berlin wird ja gar nicht mit C geschrieben, sondern mit K. Also an die werden wir es auf jeden Fall nicht machen. Nein, keine Ahnung. Kann ich wirklich nicht beantworten. Oder wollen wir den hier machen? Wir können auch den hier machen. Sicherlich eine interessante Frage, aber ich glaube, das ist eher nicht so. Ja gut, die sind, auf der Suche, aber die werden ja jetzt nicht von Berlin hierher. Da gibt es doch, glaube ich, zwischendurch drei andere Varianten, wo man hätte spielen können, oder? Also mir wäre es nicht bekannt und wenn, dann würden wir es nicht sagen, aber... wohl kaum. Er schreibt, sorry, Scherz, schreibt er. Ja, vielen Dank. Oh, das kann ich gar nicht lesen. Skipper, unser nur neuer Subscriber. Ja, wir setzen uns immer mehr auseinander damit. War aber auch für dich neues Twitch so in dem Sinne. Also, oder schon mal gehört, aber noch nie so benutzt, oder? Ja, gehört ja, aber da ich ja in der Tat wirklich, ich bin nicht Spieler, also ich habe auch hier nicht so eine Playstation oder so ein Quatsch, das ist, deswegen hat mich das nicht so wirklich interessiert, das Format, aber mit dieser Geschichte hier, muss ich sagen, ist es ja wirklich interessant geworden, ja, und naja, zumindest im Moment auch noch, ich glaube, es gibt noch nicht so viele Vereine, die das so machen, das war eben für uns auch der Reiz zu sagen, komm, wir probieren das mal einfach raus, aber innerhalb der Mannschaft oder auch zwischen Mannschaftskreisen, gibt es Spiele, die gespielt werden, oder? Jetzt in live oder jetzt als Game oder Computer-Game oder so? Ja, natürlich. Ich will eigentlich wir haben auch im Mannschaftsbus haben wir auch Playstations, ja, also so ist es ja nicht. Also sie können auch zocken im Bus. Wird das gemacht, wenn oder? Sie gewonnen haben. Ah, nur wenn sie gewonnen haben? Nee. Wenn sie verloren haben, gibt es Playstation-Verbot für den Rückweg, oder wie? Nee, also die Möglichkeit gibt es. Klar sind die Fahrten natürlich jetzt in der Regionalliga nicht so weit, ja, also da stellt sich die Frage dann eher nicht so, aber wenn man dann bei Auerbach reicht schon, bis Kaiserslautern gefahren ist, dann wurde da schon sehr, sehr viel gezockt dann auch hin, ne, im Bus. War das dann eher die Jüngeren und die Älteren dann vorne oder gab es dann da eine ganz klare Plesi-Hierarchie? Naja, also es ist schon eher ein bisschen jüngere Generation, die dann eher die Playstation spielen, aber es gibt auch alte Hasen dabei. Ansonsten ist es ja dann auch mal so ein bisschen, es gibt immer so eine Art, ja, relativ feste Sitzordnung, ja. Also es ist schon, klar, variiert ein Kader auch mal, ne, also es ist ja klar, es gibt verletzte Spieler, kommen andere rein. Die jungen Spieler oder die Nachwuchsspieler, die rutschen dann schon immer ganz gerne weiter nach vorne, beziehungsweise die werden dann auch dahin verfrachtet. Ganz subtil halt, weil die anderen Plätze da einfach belegt sind. Nein, aber das ist ja eine ganz normale Hierarchie in jeder Fußballmannschaft. Funktionsteam, Trainer und so sitzen natürlich ganz vorne, ist klar. Und wir haben ja da 32 Plätze im Bus, das geht dann eigentlich ganz gut. Ich durfte ja auch schon mal auf der Rückfahrt damals im Trainingslager 2014, glaube ich, war das. Ja, 2014. Da durfte ich ja auch schon mal zweimal Energiebus fahren. War auch interessant. Mhm. Nur weißt du, das letzte, was wir hatten, das war Januar 2014? Nee, ich war 2014. Also 12 und 14 war ich mit. Und 14 war ich alleine mit und habe da die Tageszusammenfassung ja gemacht. Da habe ich das ja dann gemacht, genau. Ach, da hast du das gemacht? Stimmt. Ah, ja. Ja, die täglichen Videos, da so mein... Ah, da war es, stimmt, da war es nicht mehr so schön. Natürlich, selbstverständlich. ja, nein, aber... Genau, die GEMA-freie Musik da, ich hatte nur die und wir hatten kein Geld und da musste auch jeden Tag da die gleiche Musik laufen dann. Ja, ja, ja. Ja. Stimmt. Also es wird noch diskutiert. Grüße von Benny an Schafi, der hat wieder gewunken. Das ist ein Insider, glaube ich. Und dann der einsame Ossi diskutiert tatsächlich noch über die Victoria Berlin-Geschichte. Das sollt ihr auch machen. Das ist völlig okay. Dafür ist ja der Chat auch da. Ja gut, aber wir liegen ja nicht in Sachsen-Anhalt, von daher. Nein, das nicht. Aber halt Victoria wäre vielleicht möglich, aber ja, kann man sich erstmal schlecht. Es gibt doch keine offiziellen Anfragen, oder? Also ich kenne die nicht. Aber ich bin ja auch nicht mehr da. Also, nicht mehr dauerhaft da. Ja, Cottbus braucht ein E-Sport-Team. Was hältst du davon? Ja, ist grundlegend eine geile Geschichte. Ja, also wir kriegen ja öfter mal auch Anfragen, ob das über Instagram ist oder Facebook und so. Das Problem halt wirklich in der Tat, dass wir eigentlich gerade in dem letzten Jahr oder auch Nacht, Emma. Durchaus, gute Nacht, Emma, andere Dinge wichtig waren. Ja, man muss halt auch sagen, E-Sport ist eine geile Geschichte. Grundsätzlich, man kann sogar mit E-Sport Geld verdienen, ja, so wie das der FC Schalke macht. Also das ist, glaube ich, die einzige von den 37
Abteilung, die da haben, die vielleicht wirtschaftlich die arbeitet, ja, also weil die sind da wirklich ganz die erfolgreich gut, ist, okay. Wenn man sich damit beschäftigt, die haben da wirklich richtig gute Super-Nerds, die das echt können. Dann gibt es ja extra Sponsoren dafür, dann nehmen die auch wirklich Geld damit ein, ja. Das ist halt die Frage, wie das läuft. Ja, also wenn man so eine Abteilung im Verein integriert, das ist sicherlich denkbar, aber man muss ganz klar sagen, jetzt in der letzten Zeit hat mir echt andere Sorgen als E-Sport. Und das war dann wirklich auch tatsächlich, ich glaube, das versteht man, ja, auch eine interne Sache, wo ich sage, wir beschäftigen uns damit nicht. Ja, und na klar, kann man jetzt, können jetzt irgendwie 3 14-Jährige, mögen die auch gut spielen, da alles gut und schreiben hier, wir sind wahrscheinlich total geil, besser als und die 20-Jährigen. Ja. Und wir werden auch Mitglied bei euch und so, alles möglich, aber dann hat man so eine Abteilung trotzdem noch nicht geschaffen. Und das ist dann auch von, am Ende ist es so, wahrscheinlich kostet es noch, wenn man das richtig macht. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir dann eigentlich oftmals für uns dann schon so gesagt haben, wenn wir so eine Geschichte machen, dann machst du es auch richtig und dann machst du es auch dauerhaft und nachhaltig. Und jetzt ist so ein halbgeweigtes und wir fangen jetzt mal an, sondern. Oder wenn es jemand ein Konzept vorlegt, ja, da sind wir ja völlig offen, ja, also wirklich ganz gerne, sagt, pass auf, wir sind jetzt hier irgendwie ein Team von 10 Leuten, wir haben das und das, wir haben hier die Erfahrung, würden es gerne machen, würden gerne in den Verein kommen und das wären vielleicht so diese Kosten, die anfallen könnten, kann man vielleicht auch einen Sponsor finden, der sagt, ich habe da Bock drauf, dieser Film zum Beispiel, die aus der Medienbranche kommen, nein, gibt es Möglichkeiten. Also da kann man sich immer drüber reden, aber es ist halt irgendwie, wenn, dann soll das als eine vernünftige Anfrage dann eine Mail schreiben und sagen, pass auf, man telefoniert mal, man trifft sich mal, muss mal gucken, wie es mit Corona-Zeiten halt dann möglich ist und sagt, pass auf, wir reden mal wirklich konzeptionell über ich so eine Geschichte. Muss ich mal lauter machen? Mach mich mal lauter. Du, in deiner Aufregung bewegst du so oft den Kopf? Ach so, ja, das ist ein Tick. Ah, Rodinho hat 7 Leute, eine Party von 7 Leuten geraidet, das muss ich dir noch erklären. Deswegen ist das ein bisschen länger. Hey, Rodinho, vielen Dank und herzlich willkommen alle 7, die von Rodinho hier rübergekommen sind. Herzlich willkommen bei uns, herzlich willkommen bei unserer kleinen, gemütlichen, rot-weißen Energietalk-Runde auf den Freitagabend. Raid heißt, er hat gestreamt und hat jetzt ganz einfach seinen Stream beendet oder hat gesagt, ist cool, was wir machen. Ich schicke die Leute jetzt mal rüber zu dem Stream von FC Energie TV. Super. Deswegen herzlich willkommen. Und vielen Dank. Ja, und wenn die 7 jetzt noch eine E-Sport-Mannschaft sind, dann können sie ja gleich Vielleicht sich mal melden. Vielleicht alles denkbar und können wir gerne machen. Ja. Darf nur nicht kosten. Aber im Moment ist es ja so. Ja, ist ja logisch. Also du kannst ja nicht sagen, wir gucken, dass wir den personellen Aufwand abspecken und dann nimmst du aber E-Sport-Mannschaft rein, die dann auch wieder ist ja, also ich glaube, das ist absolut verständlich. Aber vielleicht gibt es ja auf dem Weg wirklich Leute, die sagen, genau, ey, wir sind hier ein Team, wir hätten, wir sind Energiefans. Wir funktionieren schon autark irgendwie. Wir funktionieren sowieso schon. Und wir hätten Bock, klar, dann ist das absolut denkbar und auch eine coole Sache, ja. Ja, FC Bayern macht es ja zum Beispiel. Also auch auf Twitch, die haben eine E-Sport-Mannschaft auf Twitch, habe ich gesehen. Mhm. Ja, auch ziemlich cool und wäre vielleicht eine Variante, vielleicht finden sich ja welche darauf. Werder Bremen ist wohl auch ganz gut, was man so mitbekommt bei FIFA und so. Wahrscheinlich sollten wir das mal nochmal genauer überprüfen, das Ganze. Aber das machen wir später. Ich würde vorschlagen, wir machen noch einen kurzen Titel und dann wollen wir ja quizzen. Und über das Quiz habe ich heute eindeutig zu wenig geredet, deswegen muss ich das noch machen. Weil ich hatte heute... Du wolltest aber gerade vorschlagen. Und wenn ich jetzt den Vorschlag ablehne mit meinem Buzzer, dann weiter. Auch witzig. Nein, Quiz. Ich hänge mal die Laptop-Tasche vor deinem Kopf. Ja, und wirf deinen Radler mal um hier. Das ist nämlich das, was ihr heute, was ihr heute gewinnen könnt bei dem Quiz. Energiemuseum hat es wieder vorbereitet. Vielen Dank an René und sein Team. Und ihr könnt heute diese FCE-Laptop-Tasche gewinnen. Die ist cool. Ich habe die auch im Einsatz. Da ist der Laptop drin, der immer auf Reisen kommt, mit dem wir dann am Ende auch die Spielzusammenfassung schneiden. Achso, ich wollte Musik machen. Und damit gegen halb wollen wir immer das Quiz machen. Und ich würde jetzt, Schafe, hast du noch einen Wunsch? Du bist ja Knappe-Fan, glaube ich, nicht? Wollen wir was von Herrn Knappe machen? Ich bin Knappe-Fan, ja. Ach so. Ja, natürlich. Drück den Buzzer, verdammt. ja, wie du möchtest. Hast du einen Wunsch? Aha. Ja, gute Frage. Okay. Ist hier so ein Musikwunsch äußern hier. Also das ist ja. Ich finde das hören, immer, was ich hier hören möchte. Ich finde das immer interessant, weil ja
ich das ja so nicht immer mitkriege, weißt du, aber wenn ich mal Leute direkt, also im Stadion oder so, ne, da spiele ich halt das, was ich spiele oder was wir mit Benny eben abgestimmt haben oder so. Benny will ich übrigens auch mal hier einladen, also Benny Hanschke, mit dem muss ich unbedingt mal sprechen. Den, das könnte auch lustig werden, der Stream. Den muss ich mal fragen. Aber ja klar, im Stadion spiele ich es halt immer so weitestgehend. Du kamst ja auch schon mal mit Musikwünschen an. Aber wenn ich mal die Leute so frage, was ist denn so, außer Petra Zieger oder sowas, wissen sie immer nicht so viel. War mit den Energie-FM-Jungs genauso. Ja, aber es muss ja auch irgendwie stadiontauglich sein. Das ist ja dann auch immer so ein, naja, ein Problem, ja. Dass es stadiontauglich ist? Ja. Oh, wenn ich jetzt sage, hier, ich möchte jetzt hier Charlotte de Witte Remix hören hier, dann haben wir hier, hörst du zwar die Lichter wieder alle anmachen, aber das ist doch, glaube ich, jetzt, dann mache ich die Wackellampen mit, wieder mit Fußball an. Hier nicht viel zu tun und ist nicht stadiontauglich und dann wahrscheinlich auch für den Stream vielleicht sogar noch eher geeignet als für Stadion. Aber ist das Musik, die du gerne hörst, Charlotte ja. Witt? Ja, also schon Elektro. Ja. Ah, cool. Das ist schon so, dann ist eher so meins. Habe ich auch schon den einen oder anderen Mix von ihr gehört. Belgierin ist das, glaube ich. Genau. Oder wie Amelie Lens zum Beispiel, ist auch so eine Belgierin. Ja, kenne ich auch. Vier Frauen übrigens jetzt, muss man ja sagen, oder DJs, wie man es heutzutage sagt, die mittlerweile so auf dem Markt sind. Ja, finde ich auch. Lass uns jetzt mal schnell... Und die machen gute Musik. Also, nach meinem Wer das noch nicht gehört hat, der kann sich das gerne mal antun. Charlotte, DeWitt etc. Wir machen jetzt aber erstmal ein bisschen Musik von Alex, weil ich wieder zu Hause bin. Bis gleich. Thank you.
Weil ich wieder zu Hause bin, Musik von Alexander Knappe und wir haben das gerade mit Schafe hier mal geguckt, das Ganze. Was denn hier in dem Chat so los ist? Du hast gesagt, 19-Schnief-66. Ja, Hans Zimmer, großartig. Ist genau deins auch, ja, neben super. Der belgischen das ist, Elektromusik. Der größte Filmmusiker, Hersteller, wie sagt man das, Komponist. So heißen die Jungs. Genau, also neben John Adams hast du noch, der auch noch wirklich richtig was drauf hat, aber Hans Zimmer ist super. War ich auch schon bei Konzerten in Berlin und Hamburg. Gut, großartige Inszenierung. Ja, aber da gibt's sehr, gerne. Ja, Hans Zimmer, klar, aber gibt es ja noch ein paar mehr, etwas kleinere als oder ehemalige Praktikanten von Hans Zimmer, die dann auch relativ groß geworden sind. Ich bin ja berufsbedingt halt auch so ein großer Filmmusik-Fan. Und vor Jahren hat man das übrigens auch gemerkt, als wir immer noch so regelmäßig Bilder des Jahres, Bilder der Saison gemacht hatten und das Ganze in einem abgeschlossenen Portal war oder es das Ganze in einem abgeschlossenen Portal gab, da konnten wir nämlich so eine Musik noch verwenden. Heutzutage geht das nicht mehr, heutzutage muss das alles GEMA freigeben, aber da gibt es auch gute. Ja, Xtian EO500 hat geschrieben, die Stadionmucke sollte man abstimmen können und ich glaube, da gab es auch schon eine Reaktion, Rodinho schreibt, genau. Der gerade eben noch geratet hat mit 7 anderen, gab vor ein paar Jahren immer eine Stadion Top 5, die Stadioncharts und da hatten wir am Anfang schon drüber gesprochen. Ja, das war, also ich fand es immer cool irgendwie. Also auch nicht immer, du hast gesagt, es war auch viel dann immer gleich. Ja, es waren ja sogar, glaube ich, 20, ne? Also das waren ja 20 Titel und 5 haben wir gespielt. Und die 5 waren gespielt und das war dann so ein bisschen hier wie bei diesen European Top 20, was früher auf MTV immer so geil kam. Auf MTV. Die ersten 5, die blieben auch oft gleich, ja, weil die hatten irgendwie immer so viel Stimmen und um da reinzurutschen, musstest du dann schon wirklich irgendwie cool sein und das war dann war es so ein bisschen langweilig. Das, aber ich glaube, das waren andere Zeiten. Ich glaube, dass das heute sicherlich wieder eine denkbare Sache, weiß nicht, Fabi? Also wir spielen jetzt gerade nicht im Stadion, wir haben auch keine Fenster, da ist das ein bisschen na, doof jetzt. Also zwei Fenster haben wir ja hier drin, Entschuldigung. Zwei Fenster, ja. Nee, über Stadioncharts zu philosophieren, aber also wenn es an mir geht, gerne, kann man das auch wieder abstimmen. Du bist der DJ, musst es dann spielen, von daher. Ja, ich habe gerade so spontan die in dem Idee im Kopf, das ja zu machen, aber vielleicht... Nehmen wir mal an, wir spielen an einem Wochenende. Also wenn das alles wieder geht, klar. Ne? Ja, Lisse schreibt auch unbedingt wieder einführen. Blitzkrieg Bob in Dauerschleife. Das stimmt. Trelodet, du musst dich, also wenn du noch dein Gewinn von letzter Woche einlösen willst, dann musst du dich unbedingt mit uns in Verbindung setzen. Das liegt nämlich noch hier. Aber egal, er hatte nämlich letzte Woche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Naja, kommt ja gleich schon wieder das nächste Quiz. aber was hältst du davon, wenn wir das beibehalten können, also zeitlich und inhaltlich, Freitagabend Sendung zu machen, Samstag oder Sonntag ist Heimspiel und dann machst du eben Freitag, lässt du über ein Abstimmtool, über Twitch gibt es ja alles, machst du 20 Titel oder plus 10 und die besten 5 werden davon gespielt. Wäre auch eine geile Idee. Finde ich super, bis dahin, aber da sage ich dir jetzt mal, das ist übrigens egal, welcher Trainer bei uns und ich bin da übrigens auch ein Fan von, weil dann hat man auch ein freies Wochenende, dass wir grundsätzlich als NEC Cottbus immer auch gerne dafür sind, dass wir Freitagabendspiele bekommen. Mit Zuschauern. Unter Flutlicht. Immer geil, ja, egal in welcher Liga. Dann müssen wir das live machen. Aber das Problem ist einfach, dass wir das irgendwie so gut wie nie bekommen haben. Selbst wenn man dann immer so auch mal Wünsche geäußert hat. Ja, also entweder gab es dann Sicherheitsaspekte oder auch wie auch immer, dann sind ja dann noch ein paar Behörden und so, die da mitspielen müssen. Und wenn es dann irgendwie so ist, eigentlich gibt es nichts Geileres als Flutlicht und Freitagabend 19 Uhr ist auch immer richtig geil. Und schade, dass es irgendwie selten so war. Deswegen haben wir ja die Zeit auch gewählt, Freitagabend 19 Uhr. Du siehst das Flutlicht aber auch reingemacht. Bin ich so ein bisschen, aber auch wirklich nur ein bisschen. Lass uns das Quiz starten. Payne ist schon wieder völlig nervös. Der im Moment immer zu spät beim Quizlaber bin. Ich erkläre das nochmal ganz kurz für alle, die es eben noch nicht kennen. Wenn ihr am PC sitzt, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann kriegt ihr das auf dem Bild eingeblendet. Wenn ihr allerdings das Handy in der Hand habt, bist du bei Twitch angemeldet? Nein. Okay, also Schafe meldet sich noch schnell bei Twitch. Nein, aber wäre ja schön, wenn du das nachholen würdest. 86 Zuschauer haben wir aktuell. Schön, vielen Dank an die 86 Zuschauer. Ich halte das mal schnell in die Kamera. Das müsste dann halt bei euch so aussehen. Ja, Ton ist auch an, geht. So aussehen bei euch und dann habt ihr Quizkit, nennt sich das immer noch. Ach so,
Du bist zu scharf. Ist das so unscharf, aber scharf oder nee, jetzt ist komisch. Ah, jetzt geht's. Scharfe ist zu scharf. So, und dann habt ihr hier, steht Quizkit und da müsst ihr draufdrücken und dann öffnet sich die App Quizkit, die dann da im Hintergrund läuft und so lasst ihr das einfach stehen, bis dann die erste Frage. Also erst kommen Instruktionen, wie das Ganze funktioniert und dann kommt die Frage, kommt die erste Frage und dann könnt ihr abstimmen. Also 10 Fragen sind's, 20 Sekunden habt ihr Zeit zu beantworten. Und innerhalb dieser 20 Sekunden ist es so, dass je schneller ihr antwortet, desto mehr Restpunkte kriegt ihr. Also wenn ihr bloß eine Sekunde 30 braucht, dann habt ihr natürlich den Rest als Punkte gut geschrieben gekriegt. Und das auch noch 3 Stellen hinterm Komma. Und dadurch kannst du sicherstellen, dass auf jeden Fall irgendeiner gewinnt. Echt irre. Ja. Übrigens, wenn du nachher noch Musik spielen willst, kannst du ja was von Limp Quizkit spielen. Limp Quizkit? Der war auch nicht so schlecht. Ja, ich liebe ja Wortspiele. Wortspiele sind super. Ja, ja, ich auch, aber das mag immer keiner hier bei uns im Studio oder im Büro. Die sagen immer, oh ja, typischer Dead-Joke. Also ich starte mal das Quiz. Schaffe, wir können uns ja abwechseln. Es ist allerdings so, dass du ruhig, ich gucke zu und trinke Bier. Achso, gut. Wir müssen immer ein Momentchen warten mit den Antworten, beziehungsweise mit dem Vorlesen der Frage. Nee, brauchen wir nicht. Die meisten müssten es jetzt schon sehen. Da steht Rot-Weiß-Quiz 4, weil es heute die 4. Ausgabe. Und das sind der Punktemodus, da wird das nochmal kurz erklärt. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn so viel wie möglich mitmachen und gerade die Angemeldeten, also die nicht angemeldet sind, können auch mitmachen, aber da steht dann natürlich nicht der Name, da steht dann bloß Konextant oder irgendwie sowas in der Art und das dann durchnummeriert von 1 bis 25 oder so, je nachdem, wie viel mitmachen. So, wie gesagt, es hat jeder 20 Sekunden, wir starten das hier und ab dem Moment, wo das bei euch auf dem Endgerät angekommen ist, habt ihr 20 Sekunden Zeit und wir warten halt, bis alle Antworten da sind und ich würde sagen, wir starten einfach mal. So, die erste Geschichte in das Quiz Nummer 4 und sagen an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an René und das Energiemuseum, die das wieder sehr, sehr gut vorbereitet haben. Und letzte Woche war Expert-Level, jetzt gehen wir in dieser Ausgabe gehen wir in die 2000er und ich glaube, das wird für viele dann schon wieder fast ein bisschen... Soll ich mal wieder einen schlechten Witz bisschen machen? Einfach. Jetzt, ja? Das war mal wieder vom Museumsleiter. Oh, ja, fangen wir an. Das verstehe ich auch gar nicht. Nee, der war gut. Es lag nur an mir. Ich muss nochmal gucken. Es gibt nämlich. Liegt vieles an dir manchmal, Fabian. Es ist sehr gut von dem Energiemuseum vorbereitet und die machen sogar noch immer Stichpunkte dazu, aber das habe ich mir jetzt nicht geöffnet. Aber das. Die Excel-Datei? Soll ich die übers Handy? Nee, die Excel nicht. Hast du die auch gekriegt? Ja, selbstverständlich. Ach so. Die haben noch eine PDF vorbereitet. Ach, hier ist er, Thema 2000er, genau. Das ziehe ich mir noch schnell rein, die Erläuterungen. Es ist Wahnsinn, was die Jungs machen. Ich finde das richtig cool. Museumsleiter, Mann, seid ihr lustig. Aber er hat Seid mit D geschrieben, das finde ich sehr, sehr sportlich. Das passiert nicht oft heutzutage. Heutzutage passiert das nicht mehr sehr oft, ja. Und den und denn ist auch immer so ein Klassiker. Ja, und als wie und wo. Ja. Aber gut, das ist ein Thema. Spiellevel 1000. Dann lass uns einfach starten. Los geht das Ganze und in dem Moment müsstet ihr dann auch schon die Fragen kriegen und wenn bei uns so ein bisschen was abgelaufen ist von der Zeit her, damit wir sicher gehen, dass die auch überall angekommen sind, dann lese ich die Frage schon mal für alle vor. In der ersten Frage wollen wir wissen, wer schoss den Siegtreffer beim 1:0 Heimsieg des FC Energie gegen Bayern München im Oktober 2000? War es Anton Labak, war es Sebastian Helbig, Bruno Akrapovic oder Wilmer Schöbig? Wir müssen einen Moment warten, bis alle das haben. Also hast du gerade Wilmer Schöbeck gesagt? Der heißt doch aber Schöbeck. Heißt der Schöbeck? Ja. Okay. Also nicht Schöbeck, weil das Ö ist ja hinten und nicht vorne. Aber dann heißt er Seeböck. Oder Seeböck, ja. Schöbeck. Er heißt nicht Kübelböck, aber er heißt. Aber ja auf jeden Fall heißt er nicht Schöbeck, weil das war. Schöbeck. Alfons Schöbeck ist hier der Koch aus Bayern. In der Nähe von Regensburg bei Kochi. Echt unangenehm mit dir. Ja, du weißt ja, ob ich das denn nur über WhatsApp Du hättest schreibe, wirklich die drei Bier vorher nicht trinken. Okay, das dann ist eine Lüge. Dann schicken wir die Antworten raus und die richtige Antwort ist natürlich das, was die 24 sagen. Es ist Wilmosch Schöbeck. Schöbeck. Oder Seeböck, aber ich
7 haben gesagt Bruno Akrapovic, 8 Sebastian Hellwig und 8 haben auch Anton Labak gesagt. Und damit sind wir eigentlich ganz gut dabei. 47, die mitmachen bei dem Quiz von aktuell 94 Zuschauern. Basti Hellwig hat gegen Eintracht Frankfurt bei unserem ersten Bundesliga-Sieg getroffen zum 2:0. Ich kann ja mal gucken, was das Energiemuseum dazu schreibt. 14.10.2000, 8. Spieltag, Torschütze in der 14. Minute. Wilmos Šebek. Šebek. Was habe ich schlechte Vorbereitung? Ich bin, René, ich habe den ganzen Tag ja alles Technische realisiert. Ich würde sagen, der kommt in der nächsten Woche her, dann kann er das ja auch mal hier. Ich habe das auch schon gesagt, dass ich den Herrn Museumsleiter gerne hier hätte, aber er ziert sich noch ein wenig. Er möchte noch ein bisschen mehr überredet werden. Museumsleiter, war das nicht sogar ein Kopfball? Jetzt wurde er frech. Nee, das war kein Kopfball. Nee, ich glaube auch nicht. Das war zurückgelegt von der Torauslinie und da hat Šebek einen Fuß rangehalten. Kannst du dich genau so auch daran erinnern? Erinnern, ja? So relativ glaube ich das schon. Okay. Ich weiß nicht, Vorlage. Steven Rivic, kann das sein? Nee, ich glaube, das war. Doch, könnte sein. Ja. Aber bin ich mir nicht ganz sicher, aber wird der Museumsleiter wissen. Der weiß das. Wir können ja in der Zeit die nächste Frage machen. Schicken wir mal raus an der Stelle. 10 Fragen sind's. Letzte Woche haben sie sogar 11 vorbereitet. Aber mit den 10 Fragen nach der Hälfte, also wenn 5 vorbei sind, dann schauen wir mal auf einen kleinen Zwischenstand. Da sehen wir ja auch. Das ist ja auch echt einfach. Zweite Frage, weil wir wissen, gegen welche Mannschaft spielte Energie 3-mal in Folge? Genau, Bruno war es. Bruno. Im DFB-Pokal war es Holstein Kiel, der 1. FC Magdeburg, KFC Uerdingen oder Rot-Weiß Essen. An Riva war noch gar nicht zu denken damals. Es war nicht. Stimmt. Es war nie so richtig schön, wenn ich mich recht erinnere. Na, einmal war es schön. Einmal war es schön. Zweimal verloren, einmal gewonnen. Aber egal. Wir warten mal die Antworten ab. Ich habe jetzt gerade noch, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich kann mich so an diese einzelnen Szenen und so meistens nicht erinnern, weil es einfach nicht meine Baustelle ist. Und gerade wenn man filmt, ist es so, dass du dich richtig konzentrierst, dann ist es auch immer schwer, nach dem Spiel auf direkte Spielszenen noch einzugehen. Okay, es sind alle Antworten da. Kann ich mir vorstellen. Dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. 27 Leute sagen Rot-Weiß Essen, die haben natürlich recht. Und es tatsächlich 9 sagen noch Holstein Kiel, 6 1. FC Magdeburg und 7 KFC Uerdingen. Irre. Sag ich doch. Natürlich, Tommy Hasi. Ja, aber Tommy Hasi wollte eigentlich von ganz Anfang an die Fresse halten. Hatte er eigentlich angekündigt. Und er wollte nicht mitmachen beim Quiz. Wie war das mit dem Schweigefuchs? Die Bizepsarme. Unten rechts beim Quiz, ja, die könnt ihr, ich glaube, die könnt ihr antippen. Ich muss das mal probieren. Ja, ihr könnt das als... Du kannst auch die blaue nehmen, das ist Schlumpf. Oder wie? Ja, ich glaube, du kannst das einfach nur anklicken, um zu zeigen, oh, ja, hier, starke Nummer. Das sind verschiedene Farben. Ist ja witzig. Ja. Alter, ja, so ein kleines Gimmick nehmen. Das ist Wahnsinn, oder? Rot-Weiß Essen. Ja, 2-5, 2-6, 7-6 nach Elfmeter für Energie. Da haben wir es ja nochmal genau. 6-7, 1-0 für Essen und 7-8 wieder nach Elfmeterschießen. Aber auch 8-7 auch verloren für Essen. Also einmal Elfmeterschießen 7-6 und einmal 8-7. Vielen Dank an das Energiemodell. War aber echt kurios, ja. Also, dass wir wirklich dreimal da hintereinander die zugelost bekommen. Also, dass da mit rechten Dingen zugegangen ist, ich weiß es nicht. Wie so oft im Fußball? Definitiv nicht. Next question. Nächste Frage schicken wir raus. Da geht es auch um das Jahr 2000 und da wollen wir wissen, gegen welche Mannschaft der FC Energie sein erstes Pflichtspiel im Jahr 2000 bestritt. War es Rot-Weiß Oberhausen, die Stuttgarter Kickers, FSV Mainz 05 oder war es Fortuna Köln? Fortuna Köln war doch auch Pele Wollitz meine Weile, ne? Nein? Weiß ich nicht. Okay. Könnt ihr mal Toni Schumacher. Toni Schumacher? Ja. Das hätte ich wieder rum. Und da war auch Thoralf Konetzke mal bei Fortuna.
Fortuna Köln. Unser Locke. Ach so. Nee, der ist doch damals von uns zu Fortuna Köln gewechselt. Ach so, hätte ich jetzt nicht gewusst. Hat dann dort zweite Liga gespielt. Okay. Ich glaube sogar, dass Locke... Ach, Viktoria Köln war das. Dass ja, Locke Dank, sogar aber. Die Trainerentlassung von Toni Schumacher von Sean Löhring in der Halbzeitpause als Spieler miterlebt hat. Aber das würde ich auch nicht schweizisch erzählen. Können wir ihn ja mal fragen. Vielleicht den Locke oder den Museumsleiter? Nee, Locke. Wir kennen uns ja über mehrere Ecken mit Thoralf. Könnte man ja auch mal einladen. Mal fragen, ob er mal vorbeikommt oder mal zuschalten. Wir schauen uns die Antworten an. Es war natürlich Fortuna Köln. Das sagen auch bloß 10 Leute, Schafe. 10 waren für Rot-Weiß Oberhausen, 14 für Stuttgarter Kickers und 12 sagen FSV Mainz. Na gut, es ist natürlich erstes Spiel, Jahr 2000. Ist gar nicht so einfach, sich daran zu erinnern, oder? Also für mich sowieso nicht, aber... Naja, war aber ein Heimsieg, 2-0. Musa Latunji hat noch ein abgefälschtes Tor zum 2-0 gemacht. Siehst du, und das war 2-1? Das auf jeden Fall hat Musa Latunji getroffen in dem Spiel, hundertprozentig. Ja. 0-2 Niederlage für Energie. Okay. Am 13.02.2000. Siehst du, ich kann aber überzeugend sein, wenn ich mich irre. Nein, ach, stimmt, nee, ich verwechsel das gerade mit... mit dem ersten Spiel wahrscheinlich in der Saison. Mit dem ersten Saisonspiel aus der zweiten Liga. Also, da war Toni Schumacher Trainer und da hatten wir 2-1 gewonnen. 2000 ist aber das Pflichtspieljahr in der ersten Liga. Es sei dir verziehen. Von mir sowieso, ich hätte es gar nicht gewusst. Hm. Schicken wir die nächste Flagge raus. Ich habe nicht gesagt. Wenn du jetzt bei Twitch angemeldet gewesen wärst, dann habe ich überlegt, dann hätte ich dich sogar gerne mitspielen lassen. Außerhalb der Wertung zumindest, weißt du? Ach so. Gerne gewusst, wann, wie du da abgeschnitten hättest. Jetzt wollen wir allerdings wissen, wann wurde die Nordwand errichtet? War das Sommer 2007, Sommer 2006, Sommer 2005, Sommer 2008? Und das war's. Was ist unter der... Errichtet ist er dann auch nicht eröffnet, ne? Ja. War das jetzt ein Tipp? Nein, wir geben weder Tipps noch Trinkgeld. Warst du mal unter der Nordwand? Ich war mehrfach unter der Nordwand, ja. Also ich habe mal, es gibt da ich so. Ich suchte immer nach Geld. Weißt du? Nein, Quatsch. Ich habe ja auch, durch, auch mehrere Stadionführungen gemacht. So. Und mal was Interessantes hier für die Leute, die es ja nicht wissen. Also wenn man quasi die Stahlrohrkonstruktion der Nordwand nimmt. Das ist ja quasi so eine ausgesteifte Konstruktion, damit das Ding auch die Last von ungefähr 8000 Menschen dann halten kann. Und die auseinanderbaut, aneinander legt, dann sind das ungefähr 30 Kilometer. Also dann schon fast bis zur polnischen Grenze. Ach so, ja. Okay. Das haben wir dann auch mal wieder den Leuten erzählt, denen wir das dann auch gezeigt haben. Da wir sagen, pass auf, wir schließen auf und jetzt geht er mal hier kurz runter, alles dunkel. Du musst ja gucken, dass da nicht sich jemand verletzt. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man eine Stadionführung macht, gerade mit kleineren Kindern oder so. Aber dann gucken die halt auch mal, oh, 30 Kilometer und so. Ja, aber es ist wirklich, das ist dann schon eine Masse an Stahlrohr, was da verbaut wird. Also ich habe keine guten Erinnerungen an Stadionführung. Weil oftmals war in der Ost oben, wo die Stadionregie ist, also die TV-Regie sozusagen, wo wir die Videowände immer, da war meistens nach irgendwelchen Führungen irgendwas verstellt. Also ich weiß nicht mal nicht, was da passiert ist, aber. Aber jetzt macht das ja von drüben aus. Jetzt machen wir es von drüben, ja. Wir haben das natürlich auch angepasst und ein bisschen kompensiert. Besser ist das. Und da ein bisschen gebastelt. Fertig, oder was ist hier? Warte, ich will noch schnell die Frage von Iqvi beantworten. Ja, wenn ihr schnell antwortet und zum Beispiel 15 Punkte bekommen würdet, wenn die Antwort richtig ist und die Antwort ist aber nicht richtig, dann bekommt ihr das wieder abgezogen. Das ist das Lustige dabei. Und ja, Pinky, da ist noch ein Stück weit Kurve mit runter. Genauso wie das alte Marathontor ist ja quasi der Spielertunnel. Das ist immer noch so ein Stück weit integriert. Und ich, es gibt so das Gerücht, dass ab und zu mal Spieler während des Spiels, ich habe das noch nie gesehen, aber da mal schnell, wenn sie sich mal eine kleine Notdurft entrichten mussten, dass sie dann schnell unter die Nordwand gegangen sind. Aber das hast du noch nicht gehört, oder? Habe ich noch nicht gehört, aber das war auf jeden Fall bei dem Spiel gegen die Bedeutungslosigkeit. Der Toni Stahl musste nämlich dringend auf die Toilette. Das, da weiß ich, der ist unter die Nordwand gegangen. Vielleicht das war das, ja. Kann man sich übrigens auf YouTube auch angucken, die Spielzusammenfassung. Wer mal, ist ja jetzt Wochenende, da kann man das alles mal ein bisschen durchtickern. Wir schauen uns die Antworten an, wann die Nordwand denn wirklich errichtet wurde. Es war im Sommer 2007, das sagen 11 Leute. 19 sagen Sommer 2008 tatsächlich. 7, 2, 5 und 9 sagen 2, 6. Du hättest 2, 7 gewusst?
Errichtet ist nicht eröffnet. Wurde die dann im Sommer 2008 eröffnet, oder? Nee, so lange war das doch gar nicht. Das war im Laufe der Saison. Okay. Und wie gesagt, das erste Tor hat ja Christian Basilla dann auf die Nordwand gemacht. Tatsächlich, gegen, ja, Schalke, das 1:0. Ja. Und das war aber, soweit ich weiß, also war auf jeden Fall in der Saison, war das nicht aber sogar schon 2008, das 11. Heimspiel oder irgend sowas. Aber der Museumsleiter wird das ganz genau wissen. Der weiß das definitiv. Also Basilla ist klar, Schalke ist klar, erstes Tor auf die Nordwand, auch Logo. Er tippt schon. Er sucht schon, er kramt schon irgendwo. Lass uns ist mal noch. Zweiter Spieler gegen Bochum, was er öffnet. Nein, dann ist es doch so. Ich muss noch unbedingt noch unsere Freunde von Energie FM erwähnen. Die versteigern nämlich gerade, aber das mache ich nachher nochmal richtig. Ich wollte die in die Stream-Info eigentlich die Links packen. Das hat allerdings so nicht funktioniert, weil da einfach nicht genug Platz war. Die versteigern nämlich diese Trikots von der 1. April-Aktion auf eBay. Und die Links sind einfach auf der Facebook-Seite von Energie FM. Da ist das drinne, links zu, weil ich glaube, einmal eine XL und einmal eine L oder eine S. Und das läuft gar nicht so schlecht. Das ist doch schön. Ich kann ja mal gucken, ob ich das posten kann. Aber wir machen erstmal die nächste Frage. Und das ist dann Frage Nummer 5. Und nach der Frage Nummer 5 gucken wir einfach mal auf einen Zwischenstand. Wir haben ein bisschen später angefangen, da ist das nicht ganz so wild. Aber jetzt müssen wir uns fast ein bisschen beeilen, damit wir hier nicht zu spät werden. Das ist eine interessante Frage. Sehen das die Leute schon? Die sehen das, ja, ja. Wie viele? Rausch, hier, Trailo Dead 2. Danke für die tollen Fotos, Stossi. Weltklasse, Rausch. Da muss ich schon wieder nicht feiern. Das ist natürlich eine interessante Frage. Ja? Also zählt denn beispielsweise eine Relegation gegen Nürnberg auch als Bundesligaspiel? Ist ja ein Bundesligaspiel. Also habe ich einen Tipp gegeben? Ich weiß es nicht. Naja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, 20 Sekunden. Reichen eh nicht, um zu zählen. Möglicherweise. Alle Spiele durchzugehen. Also wir wollen wissen, wie viele Bundesligaspiele bestritt der FC Energie insgesamt? Waren es 180, waren es 170, waren es 238 oder waren es 204? Du siehst jetzt natürlich die Antwort, aber wenn du die Antwort jetzt nicht sehen würdest, dann würde ich immer noch über Stossi die Nordbahn-Fotografen hier fotografieren. die warme Cola, es sind 10 insgesamt. Das heißt, wir sind jetzt gerade bei der Hälfte und wir beeilen uns, ja, wenn wir ein bisschen so an die Zeit halten. Schauen wir uns die Antworten an. 5 Leute sagen 180 ist falsch, 170 sagen 8 Leute, 238 sagen 8 Leute, ist alles falsch. Die 23, die 204 gesagt haben, die haben recht und die sind der Notebook-Tasche des FC Energie Cottbus schon wieder ein bisschen näher gekommen. Iqvi, wenn man zu blöd ist, 6x34 zu rechnen, bitte. Ja. Ja, aber das heißt ja, dann sind die Relegationsspiele nicht mit drin. Wenn man 6x34 rechnet. Herr Museumsleiter, vielleicht ist das für ihn kein Bundesligaspiel. So, wir schauen mal auf die Scores, auf die Total Scores. Ach, gucke mal, der Samu Haber hier wieder von, wie heißt die Kombo, die Energie es jetzt nicht mehr gibt? Ja, Energie FM, genau. Sunrise Avenue, gibt es die nicht mehr? Nee, ich glaube, der ist rausgegangen da aus der Kombo. Okay. Und Nikotin hat richtig nachgezogen. Der hat letzte Woche aber 2 verschiedene Ligen, siehst du? Schreibt der Museumsleiter. Nico von Energie FM hat letzte Woche richtig abgekackt. Ich glaube, er war auf 29 oder sowas. Nico, ich musste das nochmal sagen, einfach weil es so schön war. Auf 29 von 28 Teilnehmern, oder? 30. Nein, aber diese Woche ist er nach 5 Fragen auf Platz 2 und das ist eben konstant. Das sind die leider noch nicht bei Twitch angemeldet sind, kann man aber in dem Zusammenhang machen. Und es ist ja noch alles offen, wenn man denkt, dass man 20 Punkte pro Antwort kriegen kann. Ja, da geht noch ein bisschen was. Da ist noch Luft und wir haben hier 53, die irgendwie mal irgendwann mitgemacht haben. Next question, please. Dann gucken wir weitermachen. Die Frage Nummer 6. Sei froh, dass ich nicht rechnen kann. Ja, Nico, man muss auch einfach mal ein bisschen Glück haben in dem Fall, ne? Wer die Frage richtig lesen kann, ist auch klar im Vorteil. Das Energie-FM-Duell, Samu. Naja, mal gucken. Wir sind gespannt.
Welcher Energiespieler verlor bei einem Auswärtsspiel im Herbst 2004 zwei Zähne, als er unglücklich auf dem Knie seines Gegenspielers aufkam? Ich glaube, es war mit Absicht, wenn ich mich recht erinnere. War es Yusuf Mukhtari, war es Adrian Jordache oder war es Benjamin Schöckel oder war es Michael Turk? Auf jeden Fall war es bei Eintracht Trier, auswärts. Das, ja, also du kannst dich auch an die Szene und an das Spiel erinnern. Ich glaube, dass es Greszkowiak war, der Gegenspieler, aber der, okay. Doch, aber der Museumsleiter wird das auch wieder richtig. Kannst du dich an Benjamin Schöckel noch erinnern? Ja klar. Ja, dann hat er auch ein bisschen. Hier, sieht ja ein bisschen aus wie der, wie hieß er denn hier, von der ARD. Das also, Benjamin Schöckel war ein Linksverteidiger, klar, ja. Logisch kann ich mich ja dran erinnern. Ja. Und da gab es, jetzt komme ich aber nicht auf den Namen, von der ARD, jemand, der sah 1:1 genauso aus wie Benjamin Schöckel. Ja. Hatte ja auch ein bisschen Pech gehabt dann, glaube ich, mit den Beinen, ne? Ja. Oder Adrian Jordache hat auch mal ein schönes Tor geschossen zum 3:1. Das war es dann aber auch, glaube ich, schon. Und Yusuf Mukhtari war natürlich mal Weltklasse in Dresden, als er dann mal den fliegenden Schneeball mit der Brust angenommen hat, bevor er einen Eckball ausführen wollte. Ja, war schon gute Fußballer, die wir damals am Start hatten. Und Michael Turk kam von Augsburg, wenn ich mich erinnere. Aus Mainz. Und, aus Mainz. Ist dann nach Augsburg? Oh, nee, der ist dann wieder zurück nach Mainz. Hatte er nicht mal was mit Augsburg? Also die Antwort war natürlich richtig. Der war dann später auch nochmal in Augsburg, ja. Aber wie gesagt, der ist ja dann auch wieder zurück nach Mainz. Okay. Weil er dann doch wieder Bundesliga spielen durfte. Also Michael Turk war richtig. 35 Leute haben das richtig gesagt. 5 sagen Benjamin Schöckel, 3 Adrian Jordache und Yusuf Mukhtari sagen 3 Leute. Wenn man bei der 6. Frage die ersten Punkte kriegt, Finn? Dann ist man Finn. Nein, super, Glückwunsch. Kann ja noch viel passieren. Also wir können ja bei 8 können wir nochmal schnell reingucken. Das ist ja noch nicht finnisch. Nein, wir haben noch 4 bis finnisch. Museumsleiter, was ist denn nun? Trier war klar und war es Greszkowiak, der Gegenspieler, der also die Zähne in seinem Knie hatte? Wir machen mal nächste Frage, Nummer 7. Gegen welche dieser Mannschaften spielte Energie nie in der Bundesliga? SSV Ulm, Spielvereinigung Unterhaching, FSC St. Pauli oder dem MSV Duisburg? Melli Maus, bin auf Twitch angemeldet, aber mein Name zeigt das auch nicht an. Okay. Können wir auf die Schnelle tatsächlich nicht ändern. Aber, Melli Maus, wenn du jetzt gewinnst, dann meldest du dich einfach bei uns und dann... Achso, er sagt, das steht in der Erklärung, die Sache mit Michael Turk. Ja, ich habe die Erklärung ein bisschen außer Acht gelassen. Wenn du gewinnen solltest, Melli Maus, 1, 2, dann kriegen wir das natürlich trotzdem hin. 15 Minuten, Rembler vom Verteidiger Latinovic, breite Turk mit so. Klaus Greszkowiaks Knie zusammen. Sag ich doch. Siehst du? Irre. Kann man nicht mal aussprechen. Also schwierig. Ja, ich sag hier wie... Achso, du musst die Freigabe erteilen für deinen Namen. Okay, vielen Dank, Mario. Wusste ich jetzt auch noch nicht, aber wie gesagt, wir lernen ja alle noch ein bisschen mit Twitch. Vielleicht kannst du Melli Maus sagen, wie sie das am besten macht, zumindest für das nächste Spiel. Jetzt schicken wir erstmal die Antworten raus. 18 Leute sagen SSV Ulm und das ist auch richtig. Gegen SSV Ulm hat Energie nie in der Bundesliga gespielt. Unterhaching, ja, da waren es 15 Leute, die das sagen. 8 sagen St. Pauli und 4 sagen MSV Duisburg. Aber schönes Skandalspiel damals in der zweiten Liga. In Ulm das 2:2. Dietmar Wuttgart, glaube ich, noch getroffen. Und danach gab es noch Diskussionen. Da wurden wir ganz schön verschaukelt, wie man hier gerne zu sagen pflegt. Ach so? Ja. Aber es ist ja, passiert ja nicht oft. Gefühlt nie, ne? Aber das sind dann so die Sachen, die hast du als Fan erlebt, ne? Ja, natürlich. Klar. Und kannst dich aber trotzdem an diese Einzelheiten... Man, ja. Also ich hätte jetzt gedacht, du erinnerst dich an diese Einzelheiten, weil du es berufsbedingt machen musstest. Das hat, wie hat Pellenfond gesagt, der Hausdrachen, also hier meine Mutti, hat das ja dann immer alles über VHS-Kassette und dem Videorekorder dann die Spiele auch aufgenommen, weil ich war ja dann da und hab das, bin da hingefahren da mit im Bus mit den anderen Verrückten. Genau. Und hab die Spiele da besucht bei Wind und Wetter und alles. Und wenn ich nach Hause komme, wollte ich das natürlich mir nochmal angucken und dann hatte ich das tatsächlich auf VHS-Kassette sofort da. Ach, das war auch nicht schlecht. Später gab es dann so tolle Erfindungen wie DVDs und so, aber heute könntest du es auf dem Rückweg nochmal gucken im Stream oder so.
Ja, oder ein Handy. Da hatte man so ein Sony CMX 2000 mit Ausziehantenne und man konnte sich melden, dass man angekommen war. Ja, das war damals so. Ja, aber hat auch können sich die meisten hier auf Twitch nicht mehr dran erinnern, weil sie es nicht erlebt haben. Du, ich mich auch nicht, aber ich habe mich ja meistens auf die Heimspiele konzentriert. Gegen Pauli war der Bahnhof zu. Wieso, wie viel hat denn der getrunken? Obwohl, Bahnhof, vielleicht hast du auch du getrunken, man weiß es nicht genau. Ja, der Schafe ist heute mächtig spitz, deswegen machen wir schnell Frage Nummer 8 und müssen sehen, dass wir vor dem nächsten Bier das Ganze hier beenden. Ja, aber das liegt halt daran, dass dieses Energieduell hier auch spitz auf Knopf steht. Ja, das muss man auch mal ganz einfach sagen. Ja, welcher Spieler zeigt über ein Torjubel stets eine ausgestreckte Zunge? Naja, das ist, glaube ich, nicht schwer. Das denke ich doch auch. Radoslav Kaluschny, Marco Topic, Laurencio Regekamp oder Robert Wagner? Die Kassetten sind was fürs Energiemuseum. Ja. Gibt es die Kassetten noch? Also ein paar habe ich da mal, glaube ich, mal früher übergeben. Wird der Museumsleiter sicherlich wissen. Aber wir haben ja noch viele DVDs und was nicht alles hier, diese Live-Mitschnitte von gibt's der DFL. Gibt es diese Kiste noch im Verein? Also ich das weiß, sind Ordner, das sind Ordner, die gibt es in meinem Büro. Die Ach sind so. Alle im Schrank und okay. Die sollen ja eigentlich ins Energiemuseum, aber naja, der hat ja keinen Platz. Ja, vielleicht können wir die einfach, wir ziehen die mal rüber und streamen die jeden Sonntag illegal. Eieiei. Super. Ich freue mich jetzt schon auf die Klagewelle. Darf man ja immer nicht so richtig. Ja, dann schauen wir uns die Antwort an. Und das war natürlich, 40 Leute sind richtig auf der richtigen Spur und sagen Marco Topic. Aber das ist ja sogar eine legendäre Geschichte, die ja sogar ich gewusst hätte. Und das möchte schon was heißen. Oh ja, wappfähiges Handy gegen Köln 2000 Weltrausch. Wapp. Geil. Da warst du der Held mit damals. Ja, wahrscheinlich hier mit so einem Siemens S45 oder so. Wapp-Handy für. Ja, das gab es tatsächlich. Eine Mark 45 oder so für. Von den 79 Zuschauern haben 54 gerade Wapp gegoogelt. Was ist Wapp? Ja, nein, das war schön. Hat funktioniert, war aber wahnsinnig langsam. Jetzt habe ich überlegt, nee, wir machen keinen Zwischenstand. Wir gucken uns einfach mal. Nee, lass die Spannung einfach und mach die letzten zwei Fragen jetzt ja. Hier. Also wir und das Energiemuseum und wir möchten wissen bei der vorletzten Frage, beim Heimspiel gegen welche Mannschaft saß Eduard Geier zum letzten Mal als Cheftrainer auf der Energiebank? War das Wacker Burghausen, LRA in Alemannia Aachen oder der erste FC Saarbrücken? Was heißt das? Gibt es noch eine Frage zu Stefan, Energiefan in Dortmund? Ist das wieder so ein Insider zwischen euch? Ja, nee, nicht zwischen uns. Das ist, und zwar war das Saison 2002-03, letzter Spieltag, unser 1:1 in Dortmund. Ja. Timo Ross quasi mit dem Kopfballtor und auf Flanke davor Tommy Reichenberger. Borussia Dortmund hat dann damit die Champions League nicht erreicht. Der VfB Stuttgart ist hochgegangen, da konnten wir nächstes Jahr dann mit denen mitfahren. Mit das war total super, hatten wir total Spaß, war alles cool. Und ja, mein Freund Christian Dexne, der hier quasi über den Biathlon bei der ARD kommentiert und wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre hier durch den Job. Und der hat mich damals schon interviewt. Ja, ich sah zwar irgendwie aus, hatte blaue Haare, weil wir irgendwie vorher irgendwie auf dem Unicampus da irgendwie so eine Feierei hatten und haben uns die Haare gefärbt, kein Witz, und sind dann halt völlig auch mit dem einen oder anderen Kaltgetränk dann nach Dortmund gefahren, haben dann da sozusagen den Abstieg besiegelt und abgefeiert. Und die haben mich dann da quasi sozusagen den Tag von Cottbus an mit der Kamera begleitet durchs Stadion. Früher konnte man das noch, heute ist das ja fast schon No-Go, muss man mal sagen, dass man einen Fan im Stadion mit Kamera im Block begleitet. Da habe ich da ein bisschen was erzählt. Und ich glaube, die kriegt man gar nicht mehr rein heute. Also nee. Sind nicht mehr den und das Witzige rein, ist, vor ungefähr einem Jahr oder zwei, ja doch, es war so die Corona-Zeit, im April, da hat Christian Dexne mich angerufen und gesagt, pass auf, er war mal zufällig unten, weil er jetzt auch nichts zu tun hatte, weil da gerade irgendwie alles da irgendwie auch komisch war. War immer im Archiv und dann hat er was gefunden und hat mir das nochmal wieder zugeschickt. Das war natürlich super. Ich habe die Drehkassette, die habe ich auch noch, aber ich habe ja quasi keinen Videorekorder mehr, dass ich mir das angucken könnte. Da hat er mir das dann über WeTransfer zugeschickt und habe ich nochmal wirklich abgefeiert. Das waren schon echt Zeiten. Ja, und dann stand halt drunter tatsächlich Stefan Energiefan. Und das Witzige an der Geschichte war,
Ich war ja schon über viel unterwegs und Eduard Geier hat dann irgendwie damals mal dann im Einwurf beim RBB danach gesagt, ja, der ist irgendwie super hier, den würde ich ja mal einladen zum Training. Da hatte ich mir dann gesagt, was will ich denn jetzt hier irgendwie zu Eduard Geier zum Training gehen und mich mit ihm unterhalten. Aber gut, das sind ja wirklich so Anekdoten hier. Und ja. Payne hat sie dann gleich wieder rausgehauen. Raus. Liebe Grüße übrigens an Tobi Eisenhut. Scharfe Legende. Also hast du noch nicht mal gelebt, Digga. Was ist los? Da, komm, noch schnell vor der letzten Frage. Lanzis Interview bei DSF war okay. Oh, Weltklasse. Ja, der hat bei diesem, ich weiß nicht, hieß das Carajo-Tacho oder sowas? Oder, ja. So, oder, nee, oder Manometer. Also Carajo-Tacho war, glaube ich, von uns von Energie. Und Sport 1, Montagabendspiel, da musste irgendwie, oder also da haben sie zu viert dann irgendwie da drauf gedroschen und Lanzi hatte wirklich legendäre irgendwie 120 km/h da. Und dann hat er da auch so ein super geiles Interview gegeben. War mit, wie hieß er denn, der DSF-Kommentator? Ja, vielleicht komme ich nachher noch drauf. Oder, frag Payne. Mal den Museumsleiter. Payne, sag mal, wie hieß er denn? Aber es sind Sachen, die man nicht vergisst, ne? Nee, das war nicht Premiere Real FCE-Fan. Das war definitiv DSF Montagabendspiel. Hm. Ich würde mal, wollen wir die letzte Frage machen? Achso, nee, wir müssen die erstmal auflösen. Ja, letztes Spiel von Eduard Geier beim Heimspiel war Alemannia Aachen. 20 Leute wussten das. 13 nicht, 9 nicht und 3 auch nicht. Also Alemannia Aachen dann richtig 9 Follower. Wir schicken das raus. Dahlmann schreibt er. Nee, so richtig wusste er es nicht mehr. Wenn er zuschaut, kann er mal schnell seinen Namen in den Chat schreiben. Klaus Gronewald. Klaus Gronewald war es. Okay, dann jetzt wirklich letzte Frage. Wir gucken nicht auf den Zwischenstand, wir lassen uns einfach überraschen und schicken die letzte Frage raus in diesen Quiz. Es geht immer noch um die Laptoptasche des FCE. Oh ja. Ich hätte die nochmal schnell hier. Um die hier. Und das Spiel fand natürlich dann nicht in dieser Stadt, dieser vier Protagonisten, sondern es war in Viareggio. Also ich lese das mal komplett vor. Gegen welchen Verein aus der Serie A bestritt Energie seine Bundesliga-Generalprobe im Sommer 2000 im italienischen Viareggio? War das Hellas Verona, war das der FC Bologna, war das AC Florenz oder war das der US, ja, wie spricht man das aus? US Lecce. Lecce, ja? Lecce. Okay. War eine super Tour, 2-Tages-Tour im Tönes Reisen 70er-Bus. Wir haben alle gestunken wie die Paviane. Aber der schöne Strand in Viareggio hat dann die Sache dann wirklich ein bisschen entschädigt. Ja, Bier gab es auch. Dann das heißt, Plattenladen gab es, da waren wir mit Gurke drin, haben uns noch ein paar Platten gekauft. Platten? Mauro Picotto Komodo, weiß ich noch, wie heute habe ich mir die Platte dann da in Italien gekauft. Und ich musste die nur heil wieder nach Cottbus kriegen. Also ins Stadion rein mit Platte und dann die Tour von Viareggio bis zurück. Ja, war vorm Spiel, weil wir waren so zeitig da. Das war ja wieder eine 2-Tages-Tour. Und wir waren, glaube ich, früh um 10 da und das Spiel war 20 Uhr und dann haben wir halt sozusagen die ganze Stadt da gefühlt unsicher gemacht. War wie viel, lustig. Weißt du, wie viel ihr dann wart? Wie viel? Ne, war ein 70er-Bus, der war voll. Ach so, ja. Ein Bus. Genau, sozusagen. Ein Bus. Dann gab es noch 2-3 Autos, also es waren so, denke ich mal, so knapp 100 Energiefans waren dann da. Ja. Und wir wurden mit Senfflaschen beworfen. Mit was? Mit Senfflaschen im Stadion beworfen. Warum? Ja, weil die Italiener gedacht haben, wir werfen mal mit Senfflaschen. Okay. Also sie hatten Senfflaschen im Stadion. Aber auch ja interessant, das habe ich in der Türkei zum Beispiel gesehen, wie unterschiedlich denn die Geflogenheiten beim Fußball sind. Ne? Also bei uns gibt es ja Bier. Geflogenheiten, wenn Bier. Die Flasche fliegt, ist ja klar. Das ist auch eine Geflogenheit. Ein Brüller. nee, bei uns gibt es ja Bratwurst und Bier. Und ja. In der Türkei war es zum Beispiel, wir sind ja mal zu so einem türkischen Spiel gefahren damit, ich glaube Dr. Tamke und so waren auch mit gewesen, kleine Gruppe, hatten sie uns da angeboten. Und da gab es Schwarztee und Sonnenblumenkerne. Und die ganze Tribüne war voller Sonnenblumenkernschalen. Ist so schön. Ja, aber fand ich halt interessant, wie unterschiedlich. Absolut, das ist. Ja, oder in Spanien hast du halt viel so ein Baguette-Gedöns und ja, und Bier, aber Bier ist überall, oder? Oder gab es in der Türkei dann nur Schwarztee? In der Türkei gab es, die haben da die Tee haben getrunken das, alle. Die haben auch FS-Bier. Ja, klar haben die Bier, aber nicht beim Fußball. Das ist ja irre. Ist vielleicht gehört sich nicht, weiß ich nicht. Komm, lass uns das auflösen. Ich bin gespannt. Wir schicken erstmal noch, das war natürlich der AC Florenz. Ja, und Finn glaubt das nicht. Ja, die hatten damals schon Flaschen mit Senf. Also das war irre. Wir kannten ja bloß Bautzner hier, die Becher. Kurios. Ja, hättest du aber erstmal blöd geguckt, wenn die mit Bechern von Bautzner Senf geworfen hätten. Das hätte aber schon wieder ein bisschen Stil gehabt. Ja.
Gut, wir schicken die Antworten raus. 10 haben noch Hellas Verona gesagt, 8 FC Bologna und 10 haben US Lecce gesagt. Und ja, wollen wir? Trommelwirbel. Der Museumsleiter geworden, pass auf. Nee. Der hat sich noch nach vorne katapultiert. Der Sieg geht an Samu. Guck mal, tatsächlich hat sich nicht geworden, 106 zu 102 und dann Golden Eklobasa. Goldene Klobasa, das ist eine Wurst in Osteuropa. Goldene Klobasa. Klobasa, das ist eine schöne Rindswurst. Schmeckt super lecker mit Senf übrigens, ja, den man ja vielleicht nie aus der Flasche nehmen muss. Gibt es ja dann auch vielleicht dann aus einem Glas oder einem Becher. In der Tat, und schmeckt super. Goldene Klobasa. Wer weiß, wo er die gegessen hat. Das heißt also, wenn man auch so rumkommt, dann lernt man auch viel über die Wurst. Stadionwurst. Richtig. Oder die Energiewurst. Ich muss mal schnell einen Screenshot machen. Goldene Klobasa ist doch Gurke rauscht. Das ist mit Sicherheit Gurke. Ja, Samu, liebe Grüße und Glückwunsch. Nico, tut mir leid. Hätte dir echt gut gestanden beim nächsten Auswärtsspiel, aber ja, was willst du machen? Musst du deinen Laptop wieder unter den Arm tragen? Aber ihr habt ja immer so einen großen Koffer, da passt es ja auch alles rein, ja. Also, Samu, Glückwunsch, schreib mich bitte auf Twitch an. Angemeldet bist du ja offensichtlich, dann sehen wir das auch und dann schreibe ich dir, wo du das Ganze abholen kannst nach Möglichkeit. Und wenn das der Samu ist, der, wo wir beide denken, dass er das ist, dann das kommt ist er eher aus Cottbus, glaube ich, nicht? Ne? Das weiß ich jetzt nicht, aber ist mir auch egal. Kriegen wir da raus. Zur Not schicken was eben zu. Ja, cooles Spiel. Wie fandst du die Fragen? Super. So vom Level her? Ja, doch, das war Level. Ja, da muss ja auch ein bisschen manchmal so eine Altersstruktur beobachten. Ja, wenn das jüngere Leute sind, da ist das schon extrem schwer, manche Dinge. Ja, wenn man es selber miterlebt hat, ist das dann sicherlich in gewissen Situationen, sag mal, okay, pass auf, kenne ich halt. Das ist jetzt einfach. Ja. Es muss nicht einfach sein. Es gibt immer verschiedene. Und der, war super. Fand ich gut. Der, super, René. Der Museumsleiter sagt ja auch, wir haben einen Bildungsauftrag. Also ihm geht es in erster Linie um den Bildungsauftrag. Ja. Um da dann auch einfach den auch zu erfüllen und zu sagen, hier komm, wir bilden euch aus. Weiter und aus. Ich würde ihn übrigens mal fragen, es gibt ja in der Ost dieses geheime Energiemuseum, weiß gar nicht, ob man das so erwähnen darf. Total geheim. Nein, aber ist da mal was anderes geplant? Also ist das mal groß geplant oder so? Möglicherweise. Oh, das erste Mal. Das erste Mal so tatsächlich. Nee, okay, also können wir noch nicht drüber reden, kann man sich aber überraschen lassen. Genau. Okay, dann lass mich aber noch ganz schnell darüber sprechen, dass wir unsere Freunde von Energie FM noch unterstützen wollen. Ich kann es jetzt leider gar nicht so einfach zeigen, aber die beiden Trikots werden ja, also zwei von den drei oder vier Trikots von der 1. April-Aktion, die werden ja versteigert auf eBay. Und was wir aber machen können, Stefan, wir können ja mal einfach mal reingucken. Wir haben uns auf eine Schraube geeinigt. Ach so. Das ist schon 2 Stunden her. Über 2 Stunden. Tatsächlich, guck mal. Wir haben später angefangen, jetzt haben wir wieder überzogen, ist ja klar. Richtig. Aber ich 161 kann Euro. Ja. Junge. Das können wir aber, wir machen das, naja, es ist nicht schön. Das geht besser, ich weiß. Ich habe es doch vorgelesen, 161 Euro. Das Trikot in der Größe L liegt bei 161 Euro aktuell. Und dann machen wir mal noch zwei. Also zwei sind bei eBay drinne. Könnt ihr auf Facebook, hat Energie FM das auch gepostet. 130,99 ist und das in der XL. Andere in der XL ist bei 130,99. Ja, könnt ihr gerne mitsteigern. Macht das, wenn ihr wollt. Es ist für einen guten Zweck. Es ist nämlich für Energie FM. Nein, die Jungs haben sich, wir haben vor einiger Zeit mit Nico auch schon drüber gesprochen. Die wollen sich technisch ein bisschen verändern, technisch ein bisschen verbessern. Da haben wir oder da habe ich so ein bisschen unterstützt und gesagt, was man machen kann. Da kommunizieren wir ja auch ganz, ganz gerne miteinander. Und wenn es dann irgendwann mal wieder losgeht und die kommentieren können, dann wollen sie das mit neuer Technik tun.
Und das ist ja weitestgehend dann auch ein guter Zweck. Ja. Und kann wenn du hier die ganzen VHS-Kassetten jetzt demnächst abspielen möchtest, dann kann der Energie-FM das neu vertonen. Ich muss mal gucken, wo ich die hier reinschiebe. Ich weiß gar nicht mehr, wo das reinpasst. Auch eine Idee. Also irgendwie müssen wir das machen. So, Schafe. Wer ist nächste Woche dabei? Weiß ich nicht. Vielleicht der Museumsleiter. Mal gucken. Der Museumsleiter wäre ganz cool. Oder? Bei Payne. Also bei Payne hätte ich ja ein bisschen Angst. Komm, wir stellen uns hin hier. Du musst auch langsam wieder in Wallung kommen. Wer, ich? Ja. Warum nicht? Ich muss auf Toilette. Achso. Das Bier treibt. Geht ja auch gleich los. Hast du noch einen Wunsch, einen Abschlusswunsch? Ich, einen Abschlusswunsch? Ja, musikalisch? Ach nee, du. Ich stehe doch an der Klappe, da ist doch das irgendwie doof, jetzt den nochmal zu hören. Ich hab das verraten. Mach doch irgendwas Lustiges hier. Oh, hier, die Wallatz Uwe ist doch super. Hatten wir schon. Vor zwei. Ah. Wir tickern noch ein bisschen. Nein. Ja, weißt du, Tabletten der Fight-Song, das ist super. Da wir ja sowieso hier gegen die Corona-Krise kämpfen, passt das immer. Dann machen wir das so. Jo. Dann spielen wir das und dann sagen wir, ich sage erstmal Schafe, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Wie gesagt, nächste Woche, ja, so richtig wissen wir es noch gar nicht. Ich muss mal gucken, wie gesagt, Benny Hanschke. Benny, wenn du zuschaust und du Bock drauf hast, und ich weiß, du hast gerne ein Mikrofon in der Hand, dann ich rufe dich mal an oder ich schreibe dich mal an. Ich würde mich freuen, wenn du in die Sendung kommen würdest. Dann habe ich noch den... Du kannst natürlich auch mal anrufen oder mal anschreiben. Also das, ja, ist das immer noch eine gängige Möglichkeit, guck mal hier, um den Benny zu erreichen. War geil mit Schafe. Siehst du? Hörst du nicht oft. nein, und dann Museumsleiter Rausch. Ist noch auf meiner Liste. Spieler können wir so machen, nicht? Würdest du das organisieren? Ja, na klar, organisiere ich dann schon wieder. War eine coole Geschichte, ja, hat mir gefallen. Und ich glaube... Auch wenn wir mit ihm ja schon gesprochen hatten, aber Eise ist ja für so einen Spaß auch immer zu haben und hat ja auch selber eigene Ideen. Vielen Dank dazu. Ist ja vielleicht auch ein bisschen geiler, das live zu machen. Ne? Als wenn das, letztens haben wir ja mit Toni das aufgezeichnet am Trainingsplatz. Genau. Auch gut, sicherlich, aber so live ist irgendwie fast noch ein bisschen cooler. Ne? Ich finde es auch ein bisschen cooler, gerade weil man eben auf Fragen aus dem Chat dann eben noch so ein bisschen eingehen kann. Und wenn Benny Hanschke nächste Woche kommt, dann kannst du ja auch Benny Hanschkes Papa quasi noch live einladen. Genau. Das könnte auch lustig werden. Kann ich dir sagen. Im Doppelpack meinst du? Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob der Papa die technischen Voraussetzungen dafür besitzt. Achso, das stimmt. Aber das kriegt man auch hin. Was ich mir noch überlegt habe, und mit ihm muss ich mal sprechen, Ralf Lemke wäre doch auch ein lustiger Abend, oder? Kannst du dir das vorstellen? Oh ja, das wären Anekdoten. Aber da könnte sein, dass man Mittwoch anfangen muss, um Freitag um ja, 21:21 Uhr fertig zu sein. Ja. Dann machen wir halt von 19 Uhr bis 7, ist doch auch nicht so schlimm. Die lange Lemke-Nacht. Ja, Freunde, vielen Super. Dank. War ein schöner Abend. Danke, dass ihr im Chat auch so aktiv wart. Danke, dass ihr gesubbt habt. Danke, dass ihr gefollowt habt. Danke, dass ihr unser Spendenglas voll gemacht habt. Wir machen das weiter und wir lernen auch weiter und sagen jetzt mit Rachel Platten mit dem Fight-Song ein wunderschönes Wochenende. Bis bald. Und ich sage auch noch Tschüss. Hat Spaß gemacht. Super Jungs, bleibt uns treu. Vielen Dank. Bis bald. Und Mädels natürlich. Und Mädels. Tschüss. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls.
into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life. Still got a lot of fire left in me.